bin Rubinia. Rubinia Holzappel. Meine Eltern brachten mich zur Abtei Domant und Magister Lamberg ist mein Ein Meister. Guck mal da, die ist Abtei ja schon Domant wieder einer eine zurückgekommen. Ermittlergesicht. Das Wissen von Jahrhunderten. Unser Gründer Domant sagt, eure Macht ist nur so groß wie die Summe eures Wissens. Wenn das stimmt, sind wir Tyrias einzige Hoffnung, die Finsternis zu überleben, die da kommt. Und ich bin mittendrin. Was würde die wilde Clara tun? Faltes, danke schön. Es ist doch kein Problem. Das ist ja schon altes Intro. Das ist ja schon nicht mehr wahr quasi. Danke für das Megafon. Hier ist dein Schlippi. Schön, dass du zum Dienst angetreten bist. Willkommen zurück, Ermittler. Danke sehr. Faltes war auch mittendrin. Hä, ich hab dich letztens gesubbt. Wieso? Ja, hast du. Ich erinnere mich. Habe ich vielleicht hier sogar auf meiner Liste. Warte mal. Gut. Kleine Nele habe ich noch im Kopf. War erst vor kurzem, meine ich. Da. Vor 4 Tagen hast du geresubbt. Zum 3. Mal. Deswegen hast du ja auch den 3-Monats-Badge. Ach, die Lupe war kurz weg. Na. Das ist dann Twitch, die basteln. Alles gut. Alles gut. So. Gut, wir starten. In der Provinz Metrika. Regia hat eine Subliste. Schluck. Nein, aber Tippi, das Programm, was die ganzen Alerts hier einbindet, das hat natürlich ein Dashboard und in dem sehe ich, wann was gewesen ist. Da sehe ich den Sub vor 2 Minuten. Ein Hosting vor 20 Stunden, ein Raid vor 20 Stunden, ein Sub vor 20 und 21 Stunden, Follows vor 21 Stunden und einem Tag, Subscription, 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 Follow, Follow, Subscription, 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 Sub, 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 Follow, Sub, 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 Cheer, Donation, Sub, 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 Follow und so weiter. Sowas wie persönliche Notizen. Das kann ich mir übrigens auch machen. Ich kann mir nämlich ganz schön von Twitch eine Liste ausdrucken lassen, meiner Subs. Und ich kann ja auch an Subs spezielle Nachrichten verschicken. Ganz speziell. Sag ich doch! Ja, ich habe heute hier wieder so eine Klammer, die dafür sorgt, dass ich meinen Kopfhörer nicht weiter nach vorne verschieben kann. Aber gut, so sitzt er auch noch ganz gut. Okay. Oh Mann, ich bin so spät dran. Magister Lambert wird mir bestimmt den Kopf abreißen. Wäre nicht vorhin mein Zu in diesem Sumpf stecken geblieben, dann wäre ich jetzt bestimmt auch noch pünktlich. Was ge... Ups. Ups. Ich war ja noch gar nicht drüben in der Brisbane-Wildnis. Oh Mann, ist das schön, wenn man plötzlich wieder auf Rubinia wechseln kann und einfach mal ein bisschen voll übertrieben reden kann. Ach, was würde die wilde Clara sagen? Oui, Madame de Wolfen hat ja zwischen ihren merkwürdigen Ausdrücken und auch ihren großen Fettnäpfchensprüngen doch ein paar sehr emotionale Momente dazwischen, deswegen... Der Switch zur Rubinias Stimme. Oh ja, dieser Switch geht ganz schnell. So, oh, da ist der Sohn. Ah, Meister Lamberg. Ah, Meister Lamberg. Oh, da seid ihr ja.
Entschuldigung, die Verspätung. Ich bin da drüben in der Provinz Metrika mit meinem Zoo im Sumpf stecken geblieben. Oh, und das hat ewig gedauert, bis der Sumpf mein Zoo wieder freigegeben hat. Und dann musste ich mir ja erstmal ein Gewässer suchen, wo ich den wieder richtig sauber kriege. Also das wäre ja nicht auszudenken gewesen, wenn ich hier als Abteinovizin mit dreckigen Zoonen angekommen wäre. Mhm. Warum hast du denn nicht den Weg genommen? Ich habe was am Horizont gesehen und ich dachte, da braucht vielleicht jemand meine Hilfe. Aha, und? Hast du, Es war doch nicht der Bäcker. Der Bäcker? Welcher Bäcker? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe getagsträumt. Wie schon gesagt, ich dachte, ich sehe den Bäcker auf der anderen Seite des Sumpfes. Aber vielleicht war es auch gefährliches Sumpfgas. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Sonst geht's dir doch aber gut, ja? Ja, Entschuldigung. Wieso? Mache ich den Eindruck, dass nicht? Naja, wenn du den Bäcker im Sumpf siehst. Ja. Ich habe gehört, gefährliches Sumpfgas kann einem Halluzinationen bereiten, genauso wie in den Wüsten. Ja, das Sumpfgas ist aber auch gefährlicher. Das in den Wüsten sind sogenannte Fata Morgana. Das sind Luftspiegelungen. Das weiß ich doch. Ich habe das gelesen. Sehe ich eigentlich so dumm aus, wie ich bin? Nein, ich meine, ich bin doch nicht so dumm, wie ich aussehe. Habe ich das behauptet? Außerdem siehst du nicht dumm aus. Wer hat denn das wieder behauptet? Nein, der Abtei hat das Ton der nur andere gesagt, aber... Mhm. Nee. Da war letztens noch ein Grenzpriester, ihr erinnert euch vielleicht, der hatte wohl eine andere Meinung von mir. Ja, du beziehst dich jetzt auf den bei den heißen Quellen. Der 137 Jahre sein sollte. Ja, irgendwie hattest du da was gesagt, ja? Könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern? Magister, ist mit euch alles in Ordnung? Ja, schon, aber... Dann ist ja gut. Ich dachte schon, hoi. Robinia, mach dir mal einen Notizzettel, falls solche, Vergesslichkeiten zur Gewohnheit werden. Ja, das Thema hatten wir ja letztens erst. Wieso? Was? Ist das öfters vorgekommen? Müssen wir uns Sorgen machen? Nein, alles gut. Alles wirklich? Gut. Sonst, ich bringe euch gerne zu einem Arzt. Zu einem Heiler. Die kriegen das bestimmt raus. Robinia, wenn du so alt bist, wie ich es gerade bin, dann wirst du auch ab und zu Sachen vergessen. Glaub man. Ach so? Naja, ich vergesse ja jetzt auch so manchmal Sachen. Schon gehört, was letztens diesem Mitglied der Stadt. Naja, so schlimm ist es nicht. Hast du dein Maps dabei? Ja, ich habe das Maps dabei. Gut, dann können wir hier zumindest schon mal die Aufzeichnungen starten. Das ist schon mal sehr gut. Da ist das Maps. Mhm. Fein. Vergiss es aber nicht anzuschalten. Nein, das mache ich jetzt. Sonst zeichnet es ja nicht auf. Das mache ich jetzt. Na komm, geht schon an. Ah, ja. Ist an. Mhm. Sind wir eigentlich ganz alleine? Ist das eine richtige exploratorische Mission? So gesehen kann man das durchaus so werden, ja. Oh Mann, wenn ich das den anderen erzähle, ganz im Ernst, ich finde es so toll, dass ihr mich mitnehmt. Gerade ja, das, wobei man doch meistens erst, wenn man in der direkten Ausbildung zum Explorator ist, ansonsten so oft nach draußen guckt. Oh. Ja, vor allem mal in wärmere Gefilde, ne? Ja, das ist auch gut. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich bin mit unserer Kleidung nicht underdressed. Ja, hier ist das
recht angenehm manches Mal. So, hast du alle Vorräte schon mit oder sollten wir noch mal schauen, ob wir hier etwas brauchen? Die Azuma hier sind eigentlich recht freundlich. Ach ja, ich habe gehört, in der Nähe gibt es auch ziemlich viel Inquestur. Das hätte ja sein können, dass hier auch Inquestur-Leute sind. Ja, durchaus möglich. Ich hatte schon gerade eben mit dem Forscher Tilmok dort drüben gesprochen. Hallo, Duncan. Grüß dich, guten Abend. Leider ist scheinbar die Inquestur das geringste aller Probleme hier. Ach so? Was ist denn ein größeres Problem? Muss ich mich auch irgendwelche Probleme gefasst machen? Nun, so wie mir berichtet worden ist, gerade eben, sind wohl auch neben der Inquestur mittlerweile Silvari vom Albtraumhof hier ansässig geworden und Banditen und ja. Hä, was für ein Traumhof? Was sind denn das für Leute? Gut, fangen wir mal so rum an. Was weißt du über die Silvari? Oh, lasst mich überlegen. Silvari sind eine auf Gemüse basierende Lebensform. Wahrscheinlich, so richtig weiß das keiner, weil sich keiner traut, richtig nachzubohren. Und sie sind, sie kommen alle von einem Baum. Das ist ein großer Baum. Der wurde vor vielleicht 300 Jahren gepflanzt. Von einem Zentauren, glaube ich. Oder? Ach, egal. Ja, sie sind eine Gemüselebensform. Und sie kommen, ja, irgendwann sind sie vom Baum gestiegen. Wobei, wartet mal, Himawari hat mal was gesagt. Sie ist aufgewacht. Vielleicht sind... Ja, oh Gott! Also sagen wir mal, das Wissen ist definitiv noch nicht gefestigt. Naja, wir sind ja jetzt hier, damit ihr mir was beibringen könnt, oder nicht? Dafür bin ich Novizin und ihr seid mein Meister. Ja, schon richtig. Aber eigentlich solltest du Völkerkunde gehabt haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei den Silvari bin ich irgendwie ausgestiegen. Das war mir zu hoch. höher als die Azura? Naja, den Flumpf habe ich ja ständig vor der Nase. Wenn ich nichts über die Azura weiß, dann habe ich quasi null Überlebenschance. Oder schlimmer noch, mich. Gut, okay. Das ist ein recht schlüssiges Argument. Da hast du recht. Das ist quasi lebensnotwendiges Wissen. Aber auch wir haben einige Silvari-Gelehrte dabei. Das weißt du, ne? Ja, und ich warte immer darauf, dass mal ein Blättchen abfällt. Ein Blättchen? Wofür? Ich weiß nicht, vielleicht irgendjemand muss doch mal Vorreiter werden auf dem Gebiet der Silvari. Dann, also ich meine, ich könnte das Blättchen mal untersuchen, ob es wirklich ist eine Gemüselebensform. Wie du auf Gemüse kommst, frage ich mich gerade so oder so. Ja, aber wieso denn? Ist das nicht Gemüse? Blumenkohl und Rosenkohl und Weißkohl und Kantakohl und Kohlsuppe. Sieht Himawari aus wie ein Kohl? Nein, aber sie hat gesagt, sie hat Probleme mit dem Haarwuchs, Blätterwuchs. Auf sie hätte ich überhaupt mal fragen können, ob sie mir vielleicht eines ihrer Blättchen gibt. Naja, wenn sie sagt, sie hat schon Probleme mit dem Blätterwuchs, dann weiß ich ja nicht, ob sie davon was abgeben wollen würde. Sie sagt, sie würde sich gerne lange Blätter wachsen lassen, so wie Frauen. Also ich meine menschliche Frauen und Nornfrauen und lassen wir das. Wie wir uns eben die Haare wachsen lassen können. Naja, das passiert bei uns ja eigentlich eher automatisch. Oder kannst du wenigstens, außer du gehst zum Friseur, deine Haare länger wachsen lassen?
Natürlich nicht, nein, aber die wachsen ja von alleine. Am Ufer holen wollte, waren die ja, da. Eben. Die Inquestur muss sie gestohlen haben. Und die Daten. Da ist jetzt halt die Frage, ob das bei den Silvari willentlich beeinflusst werden kann. Oder ob sie nicht auch von selber wachsen. Naja, aber wenn die Himawari sagt, sie ist schon so und so alt und dann da ist noch gar nichts gewachsen, wird das wohl eher nichts. Es sei denn, das ist wie bei Bäumen, die hundertzig vor Jahren alt werden und irgendwann passiert da nicht mehr viel. Naja, jetzt gehen wir davon aus, dass die Silvari eher einer baumhaften Grundlage entstanden sind und kein Gemüse, wie du denkst. Hm. Und dann kann es durchaus sein, dass Himawari in Baumjahren durchaus Haare wachsen oder Blätter oder wie man das auch immer nennen möchte. Hm. Wie gesagt, diese Wari sind noch nicht so lange hier auf Tyrias Erdboden. Ja, das stimmt schon. Wie gesagt, ich glaube, wir haben da noch viel an Forschungsarbeit vor uns. Ja, wie gesagt, wir haben ja auch einige Gelehrte von denen bei uns. So, und jetzt aber, um das mal wieder zurückzuführen auf das Thema, wovon wir eigentlich gestartet sind. Die Silvari erwachen auf einer Art Traum. Wie und wo und genau das jetzt zusammenhängt, weiß ich nicht. Sie haben halt diesen Mutterbaum, wie sie ihn nennen. Schon gehört, was letztens ja, und der Crew passiert ist. Dort wachsen sie halt und sie erwachsen ja, oder sie wachen ja gleich als Erwachsene auf. Sie haben ja gar keine Kindheit in dem Sinne. Das hätte jeden von uns treffen können. Oder schlimmer noch, mich. Ah ja, so. Ich versuche mir das zu merken. Leider habe ich kein Notizbuch dabei. Wollen wir schauen, ob es hier eins gibt, dass du dir das aufschreiben kannst? Oh, das wäre gut. Dann schauen wir mal, ob wir was kaufen können. Gibt es einen Händler oben oder unten? Ich glaube, oben ist einer. Oh Mann, und ich werde heute wieder so viel Wissen zusätzlich bekommen. Na, das hoffen wir ja mal. So viel zur asurischen Sicherheit. Hm? Wieso? Die haben doch hier einen dicken Brummerstehen. Ach so, das stimmt. Fall da nicht runter. Ui, das ist wirklich ganz schön gefährlich. Vielleicht ist der hier derjenige, der den anderen immer sagt... Achtung, Vorsicht, Vorsicht! Bitte stürzen Sie nicht hinab. Lass mal schauen. Ich glaube, da vorne bekommen wir etwas. Interessant. Magister? Ja? Was ist das? Was ist was? Meinst du den Golem? Nee, da vorne. Warum? Was ist mit dem Glas los? Was haben die damit gemacht, dass das sich so komisch bewegt? Ist das Plasma? Du meinst das Blaue dort oben? Das Blaue da, ja. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es eine Art Energiebarrierenfeld ist. Die Azura sind in der Bereich der Technik sehr weit fortgeschritten. Das sieht so schön aus. Ja, hübsch ist es schon, da hast du recht. Mann, das würde auch gut in die Abtei passen, schon alleine von der Farbe her. Ja, du meinst, weil es blau ist? Ja. Naja gut, da hast du durchaus recht. Ich lass uns aber erstmal weiterschauen. Warte, sind schon hier oben? Kurz, ja. Wie findet ihr übrigens, ich habe ja jetzt den Turban zu Hause gelassen, wie findet ihr meinen neuen Haarschmuck? Ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen. Ja, doch, ja, steht die auf alle Fälle. Im aktuellen Roman trägt die Clara nämlich sowas. Und ich dachte mir, hui, das könnte mir vielleicht auch sehen.
Ja, zumindest sieht es nicht schlecht aus. Achtung, da drüben ist ein Einer von denen. Ah, ich glaube, der da drüben hat. Schau mal bei dem hier. Aber das sind Monster, die fressen mich, oder? Essen die Gemüse? Ah. Entschuldigung, kleiner Mann. Entschuldigung, Denis, dieser Einrichtung. Ich hätte eine Frage an euch. Könntet ihr mir vielleicht einen Stift und einen. Ja, genau. Ach, sowas habt ihr. Ach, das ist ja wunderbar. Magister. Haben wir eigentlich eine Spesenkasse? Ja, warte. Was musst du denn bezahlen? 7 Kupfer. Moment. 7. Er bezahlt! Bitte Dankeschön! Schön. Oh Mann, wieder mal was abgestaubt. Naja, für sowas ist ja durchaus die Spesenkasse da. Ja, Forschungsgelder in dem Sinne. So. Ja, willst du noch irgendwas schauen? Nein, ich habe jetzt mein Maps, ich habe mein Notizbuch, alles gut. Hast du das Aufzeichnen auch? Denk dran, das ist Sprachaktivierung. Ich habe das doch gerade so angemacht. Ich kann es gerne nochmal sagen. Maps an! Sollte reichen. Maps aufzeichnen. Oh, ach so? Hast du die Bedienungsleitung? Ja, wahrscheinlich hast du sie nicht mit. Nein, und vor allen Dingen weiß ich noch nicht mal mehr, wofür Maps steht, wenn ich ehrlich bin. Ja, Karten, sag einfach Kartenaufzeichnungsgerät. Du weißt doch, Azura und ihre. Maps Aufzeichnung bis. Beginnen. Maps Aufzeichnung starten. Maps vermaledeites Ding ging an. Ich glaube, jetzt. Ja, ich glaube, du hast das richtige erwischt. Ich denke, irgendwas davon wird gefruchtet haben. Und wir sind ganz alleine unterwegs. Sind so Explorator-Gruppen nicht normalerweise viel größer? Es kommt drauf an. Wie gesagt, ganz alleine sind wir erwartet hier auch nicht. Erwartet man von mir, dass ihr ich euch besitze? Was bitte? Eigentlich nicht, eher andersrum. Was bitte? Excelsior. Incelsior, vielleicht sagt man das so? Nein, Excelsior ist ein normaler Gruß unter den Azura. Excelsior! Aua! Oh, ich sollte nicht so fest zuschlagen. Tu dir bei solchen Sachen doch nicht noch weh. So, ja, lass uns erstmal schauen. Es gibt hier einige sehr interessante Ruinen und es gibt hier auch noch eine kleine Forschungsabteilung. Dort können wir auch einmal nachhaken, wie weit die schon sind. Könnte durchaus für dich auch interessant sein. Aber vielleicht finden wir da auch jemanden, den wir mitnehmen können? Nur für den Fall, dass wir das alleine hier nicht schaffen? Vielleicht schon. Was sind das für riesigen Insekten? Magister, müssen wir uns Sorgen machen? Das müssten Leuchtkäfer sein. Also, ich glaube, die sind relativ harmlos. Nichts Schlimmes. Moment, aber ich nehme lieber mal meinen Stab. Nur für den Fall... das Maps. Mit den Maps kann ich auch zuhauen. Nur auf die Gefahr hin, dass das gleich nicht mehr geht. Na gut, dann nehme ich den Stab. Also, kommt mir nicht zu nahe und meinem Magister auch nicht. Sonst gibt eins auf die Leuchtemöpse. Mütze. Oh Mann, ich glaube, ich sehe so einen Ruin. Ja. Aber das ist eine Fledermaus, Magister, pass auf. Ah, ich hab's gewusst. Oh nein. Da sind jetzt die Leuchtekäfer. Die sind ein bisschen sauer auf mich, glaube ich. Nein. Lass meinen Magister in Ruhe. Oh Mann. Da muss man sich jetzt zwei teilen für. Irgendwas passiert? Ich hoffe nicht. Ich musste mich zweiteilen.
Ja, das scheint aber doch ganz gut zu klappen mittlerweile. Ja, guck mal. Und zweigeteilt. Nein, doch nicht. Es hat nicht geklappt. Nein. Geht nicht immer auf so Knopfdruck. Aber geht meistens ganz gut, wenn mein Adrenalinpegel geht durch die Decke. So, jetzt muss ich nur mal schauen. Verschaffen wir uns doch erstmal einen Überblick. Oh ja. Oh, wer hat denn da solche... Was ist das denn? Was ist das für ein... Ach, ist das eine Treppe? Das war zumindest mal eine, würde ich behaupten. Vorsicht, nicht, dass du da eine Kante runterrutscht. Das geht tief runter. Magister, seid ihr höhenängstlich? Nein. Ich auch nicht. Dann ist ja gut. Magister, von da oben hat man bestimmt einen herrlichen Ausblick. Jetzt willst du da lang kraxeln, oder wie sehe ich das? Aber schaut mal, das sieht so aus, als würde man da ziemlich gut drüber kommen. Ja, aber pass auf, das ist ganz schön glatt da. Ich bin ganz vorsichtig. Ihr wisst doch, ihr müsst nicht mitgehen. Ich kann gut auf mich alleine aufpassen. Und außerdem bin ich wirklich gut im Klettern. Oh Mann, was ist denn das? Das ist aber ganz schön durcheinander hier. Wer hat denn hier so viel... Wieso? Was ist aber... Also, wer macht denn sowas? Oh, Magister, ihr wollt auch kommen? Soll ich euch den Stab reichen? Dann könnt ihr euch daran festhalten. Nee, das... ja, so viel anders als die Treppen in Durmann sind die auch nicht. Das stimmt. Aber sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Aber das wäre so spannend, darauf zu gehen... Oh, ich schaff das. Also, wenn ich mal eins kann, dann ist das gut klettern. Aua, da ist ein Fingernagel draufgegangen. Aua. Bleib bloß da unten, Magister. Das hat mich ein Fingernagel gekostet. Boah, was für ein Ausblick. Dass man nach... Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das Panorama noch nicht hatte. Boah, das ist ja wirklich atemberaubend. Jetzt guck mal, ob das so ein Krankheitsvorsorge... Magister Lamberg! Huhu! Ja, fall da nicht runter. Nein, das war gar nicht so schwer. Es hat mich nur einen Fingernagel gekostet. Ja, ja gut, Hauptsache die ist nichts passiert. Jetzt komm jetzt wieder runter. Ja, aber sei vorsichtig. Wieder der. Also der Carsten. Also, Felice hätte Rubin ja schon sowas von zusammengefaltet, ne? Oh, das war fast daneben. Oh, runter geht's schlechter als rauf. Oh, runter ging viel gefährlicher als rauf. Da hätte ich meinen fast einen Abgrund getroffen. Aber ihr seht ja von hier oben aus auch einen ziemlich guten... Also, was ist das? Oh, da vorne sind Leute von den Wachsamen. Habt ihr die schon gesehen? Da vorne? Ja, und wie war's? Was? Oh, Entschuldigung, ich habe wohl selbst Gespräche geführt. Klettern und träumen. Ich habe gerade gesagt, das Runterkommen war viel schwieriger als das Raufkommen. Hätte ich nicht gedacht, aber da hätte ich beinahe fast zweimal einen Abgrund erwischt. Ja, sowas ist aber nicht gut. Nein, aber guck mal, da vorne sind... Leute von den Wachsamen. Habt ihr die gesehen? Ja, ich habe sie durchaus gesehen. Gut. Wie gesagt, es sind auch hier irgendwo durchaus Leute von der Abtei Durmand. Naja, wenn ich mir das da unten so angucke, was ist denn das überhaupt? Du meinst jetzt die Ruinen? Ja, was sonst?
Das müssten die Koga-Ruinen sein. Aha, die Koga-Ruinen. Gut, ist, snap mir so mal, wenn wir gleich hier runtergeklettert sind, dann snappe ich mir mal meine, geht es? Dann snappe ich mir jetzt mein Notizbuch und schreibe mit. Ja, das wäre eine Idee. Keine Sorge, ich kann das schon. Ich kann auch im Laufen lesen, ich kann auch im Laufen schreiben. Ja, und du kannst auch im Laufen Dinge umrennen. Ich kann auch im Laufen essen und denken und atmen. Und tagträumen. Ach, so meintet ihr das mit dem Dinge umrennen? Ja. Na, das ist auch so mal passiert. Aber es ist noch nie was Dramatisches gesehen. Ich bin nur einmal mit diesem großen Norn zusammengelaufen und mein Kopf, naja, der war genau auf der Höhe von, naja, das ist mir erst später sehr bewusst geworden und ich, ach, egal. Lass mich raten, es ist dir bewusst geworden, als er auf dem Boden lag? Wir brauchen gar nicht mehr darüber zu reden. Greift mein Ziel an. Ach ja, und wisst ihr, was auch gut geht beim Laufen? Und was total energetisch sinnvoll ist? Ja? Beim Laufen Schokolade essen. Das geht gar nicht aufs Hüftgold. Das geht sofort wieder weg. Hast du immer noch so viel Schokolade übrig? Wollt ihr vielleicht etwas? Also nein, ich hätte danke. Da noch Soko-Orangen, Soko-Bananen und Soko-Kirschen und Soko-Minz-Kekse. Aber also, brauchen wir eigentlich irgendwelche besondere Ausrüstung? Oh, was ist das da vorne? Was leuchtet da so? Außer die Leuchtekäfer? Das dort drüben ist ein sogenannter Baumgeist. Oh. Kennst du die Geschichten von den Druiden? Da einer von denen, dachte ich, hat den Baum gepflanzt. Oder war das der Zentaure? Das ist komisch, das in der Geschichte kam ein Zentaure und ein Baumgeist drin vor. Ja. Da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich zuerst gucken soll. Da vorne, wo der Baumgeist ist? Oder da vorne, wo die Ruinen sind? Die Ruinen, die sind näher. Nein, nein, lass uns erstmal zu den Ruinen gehen. Weißt du etwas über die Kogan-Ruinen? Nein, wieso denn? Ich hätte ja sein können. Aber ich bin doch hier, um was zu lernen. Ja. Warum soll ich schon vorher was lernen? Ja. Ach so, um mich vorzubereiten natürlich. Stimmt, aber ich wusste doch nicht, dass wir zu den Koga-Ruinen gehen. Da hätte ich ja erstmal das ganze Kapitel über die Was ist das? Oh nein! Hier gibt es Geister. Sind die gefährlich? Eigentlich nicht. Wirklich? Es gibt hier, diese Ruinen sind halt sehr alt. Das war früher eine, ein wichtiger Punkt. Da kommt wieder einer. Ja, die Spinne da rechts macht mir viel mehr Sorgen. Ah, noch einer? Wieso rennen die denn einfach und so hintereinander her? Was machen die Spielen, die fangen? Sind die beim Spielen verendet? Haben die Fang gespielt und sich gegenseitig dabei versehentlich umgebracht? Das wäre ja fast romantisch. Dinge passieren. Wenn ihr wüsstet, was in den Ruinen der wilden Clara für Dinge passieren, dann würdet ihr diese Aussage von mir überhaupt nicht anzweifeln. Da haben sich schon so manche einfach aus Versehen.
passiert so mal. Ja, vor allem wenn Zwergenruinen sind und man in die Fallen trapst. Das auch? Mm-hmm. Habt ihr Band 4 gelesen? Nein. Ach so. Ich dachte wegen der Zwergenruinen. Rubinia, du solltest ein bisschen aufpassen, dass du die Realität und deine Bücher nicht zu sehr durcheinander würfelst. Aber wieso? Das war doch eine Frage an die Realität. Magister Lamberg, habt ihr in der Realität Band 4 von der wilden Clara gelesen, weil ihr gerade die Zwergenruinen, die Zwergenruinen erwähnt hattet? Ja. Ich sprach aber von realen Zwergenruinen, die nicht in irgendeinem Roman vorkommen. Ach so, aber ich hatte doch gerade von der verrückten von der wilden Clara geredet. Sag mal, heute bist du aber ein bisschen neben dir, oder? Das liegt alles nur an dem Sumpf. Und dass ich meinen Zuder nicht rausbekommen habe und dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass ich zu spät komme und dass mein Zuh vielleicht darin stecken bleibt und ich mit halbem Barfuß durch die Brisbane-Wildnis latzen muss. Mhm. Dann beruhig dich jetzt erstmal und dann lass uns erstmal weiterschauen. Wartet, ich suche mir kurz ein stilles Eckchen. Also gut, wie war das noch? Rauf, rauf, rauf und unter, au und nochmal. Runter, ein bisschen. In die Richtung und in die Richtung stricken und jetzt einmal kurz. Weiß nicht, ob das geholfen hat. Ich habe das Gefühl, wenn hier Mavari oder Radetz dabei sind, geht das besser. Hm. Ich habe ein bisschen geommt, aber ich weiß nicht, ob es geholfen hat. Das werden wir ja bald wissen. Genau. So, dann lass uns mal weitergehen. Kommen wir also zu den... Was? Mongo-Ruinen? Kongo-Ruinen? Konga-Ruinen? Agoga! Koga-Ruinen. Moment, ich schreibe mit. Die Koga-Ruinen. Eintrag 1. Bitte, oh. Fahrt fort. Danke. Die Koga-Ruinen waren damals eigentlich ein Kampfplatz. Ein Kampfplatz. Und wie du siehst, sind hier noch einige dieser Geister in diesen... Ach, ah! Greif mein Ziel an! Da! Hat geklappt! Zwei geteilt, drei geteilt, vier geteilt! Hui, alle kaputt! Oh! Mann! Das hat drängt, ich habe mich vier geteilt! Mhm. Überanstreng dich aber nicht. Nein, ich muss ja jetzt schreiben. Also, die Konga-Ruinen waren früher, ja genau, und hier gibt's Geister, habe ich gesehen. Ja, diese Geister sind halt früher Kämpfer in diesen Ruinen oder beziehungsweise in diesem Gebiet gewesen. Hier wurden früher Gildenkriege ausgeführt. Und die Gildenkriege? Warum haben die sich ja auf die Köpfe gehauen? Die Koga-Ruinen waren eine damalige wichtige Stelle für eine Handelsroute oder Handelsrouten. Heutzutage gibt es halt andere Wege und auch die Transportwege der Asura. Was? Greift uns das an? Oh nein. Es ist, es könnte ein Raptor sein. Vor denen sollte man sich auch in Acht nehmen. Oh.
Raptoren und Geister und Spinnen. Ja, wie das Schlimmste, weniger Schlimmste sind hier scheinbar die Geister. Eher das Viehzeug. Aha. Und wie gesagt, das war hier, wie gesagt, ein wichtiger Punkt für Handelsrouten und wie das halt so ist, der Handel bedeutet Geld und also wer diesen Punkt kontrolliert. Ja. Vielleicht hieß das Fort Konga? Koga? Ja. Oh, Mann. Richtig. Das war ja geraten, aber richtig. Au! Wenn ich nicht mich so mehr teile, dann glücklicher. Ich sehe schon an eurer Seite. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen weiter in die Mitte. Das glaube ich nicht so viel Viehzeug. Robinia! Ich hatte nur was aufgeschrieben, dass das ein ehemaliges Fort ist und ein wichtiger Umschlagplatz und dass hier Gildenkriege durchgeführt wurden und dass die Geister immer noch hier sind. Warum sind die noch da? Wieso gehen die nicht in den Nebel? Sagen wir es mal so. Normalerweise geht man ja, wenn man stirbt, in den Nebel. Oder sollte man zumindest. Mhm. Aber du kennst die Geister bei den Char, beziehungsweise was weißt du darüber? Die Geister bei den Char, ihr meint die alten Menschen? Mhm, Baradin und die Geschichte der alten Menschen. Die sind gezwungen worden, ewig zu bleiben und ewig zu kämpfen. Und das ist so eine romantische Geschichte. Der Kerl hatte zwar nicht alle Tassen im Schrank und irgendwie ist das auch ganz schön schrecklich, aber auch ganz schön romantisch. Naja, romantisch würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber... Aber ich weiß nicht, er hat sein Leben gegeben und das Leben seines ganzen Volkes, das da war. Nur für den Gedanken der Freiheit vor dem Zar, dass sie das niemals bekommen, das Land. Das war eine Sehnsucht tief in seinem Herzen. Du kennst aber auch die Geschichte des Landes, oder? Hä? Was? Wie? Was für eine Geschichte? Götter und Menschen und die Geschichte darum? Götter und Menschen und die Geschichte? Na, die Götter sind gekommen und dann sind die Menschen auch da gewesen. Und dann? Die Menschen müssen ja irgendwo hin. Mhm. Und dann sind die Menschen nach Ascalon und haben gesagt, hier wohnen wir. Mhm. Und wer hat da vorher gewohnt? Keiner? Ich muss ja nicht so viel Wissen haben, wie viel dies, ja? Sicher? Ich weiß es nicht. Vielleicht die Char? Aber nur vielleicht. Vielleicht hat da auch keiner gewohnt? Naja, jedenfalls gab es da halt größere Kämpfe und Baradin hat halt, ja, sein Volk in Geister verwandelt und sie dazu verdammt. Wieso Baradin? Ich dachte, das war der alte Käsekopf von einem König. Heißt nicht der Adelbern? Aber, ja, es kann jetzt auch sein. Vielleicht bin ich da jetzt auch gerade ein wenig fehl. Ich hab was gesagt, was der Meister nicht wusste. Nicht unbedingt Meinung. Aber jedenfalls, diese Geister hier. Ich hab was gewusst. Du weißt schon durchaus was. Du vergisst es nur manchmal zu ordnen. Wie gesagt, diese Geister hier sind halt, ja, sie haben halt gelebt für den Kampf im Endeffekt. Das war halt ihr wichtigstes Gut, diese Kämpfe hier auszutragen für die Gilden. Und ja, im Endeffekt konnten sie halt nicht davon lassen. Und als sie gestorben sind, haben sie einfach weitergemacht. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann kämpfen sie noch heute. Das müsste man irgendwie von dem Roman jetzt abändern. Naja. Und wenn sie nicht gestorben sind, ist leider nicht die Option gewesen. Und wenn sie nicht gegangen sind, dann kämpfen sie noch immer.
Ja, das passt, glaube ich, eher. Aha. Na gut. So. Ja. Das ist halt, diese Ruinen sind halt, ja, ein gewisses Mahnmal. Findet man hier in den Ruinen nicht vielleicht noch irgendwas Tolles? Au! Wer war das? Ich fühle mich gut. Los, Mädels! Sag sie! Ich muss mir dringend Namen für meine Trugbilder ausdenken. Die können ja nicht alle Rubinia heißen. Vielleicht die eine. Ja, das ist in Ordnung. Ja. Gut. Mir ist nur gerade in den Sinn gekommen. Ich habe nur ein bisschen was von dem Gift abgekriegt. Ich bin vielleicht gerade ein bisschen betüllig, aber ich habe mir gerade durch den Kopf gehen lassen, dass ich für meine Trugbilder dringend Namen brauche. Die können ja nicht alle Rubinia heißen. Aber wenn du jetzt jedes Mal benennen willst, ich glaube, da hast du viel zu tun. Ich denke darüber nach, sie vielleicht Santal, Ariadne und Susanne zu nennen. Wo kommen jetzt die Namen wieder her? Das weiß ich nicht. Die sind mir einfach gerade in den Sinn gekommen. Hallo, Geist? Mhm. Hallo? Oh, dieser Geist, der kämpft gar nicht. Oh. Nein. Oh, ich habe eine Stimme in meinem Kopf. Oh, wo bin ich denn hier? Oh, Fort Koga, wirklich? Ich hab's geraten, wirklich, fragt mein Meister. Oh, die wollten die herzhaft über diesen Ort an sich reißen? Warum war denn der so umstritten? Ah, oh, das hat mein Meister auch so gesagt. Das war eine Schlüsselrolle zur Kontrolle der Handelsrouten, ja. Aber dann gab's andere. Auch das ist ja schade, dann wurde gar nichts mehr viel gekämpft, oder? Oh. Und was geht hier vor? Im ewigen Kampf. Ich sag ja, das ist so romantisch. Ein niemals endender Zwist. Oh, wenn das... Oh, die... Oh, Gerlinde Winkelhuber hört. Dann glaube ich, hat sie gleich eine Idee für den nächsten. Ich würde das nächste nennen. Wirklich. Was, sie kennt ihr nicht, die wilde Clara? Kann ich euch wärmstens empfehlen. Aber wenn der 12. Roman vielleicht hieße, die wilde Clara und das Geisterheer, boah, ich würde ausrasten. Was? Und die können nicht ruhen und spuken jetzt für immer hier. Oh. Was? Die haben Lust und Krieg am Krieg gefunden? Wirklich. Und das für alle Ewigkeit. Der höchste Lohn, den Grent und Balthasar für ihre engen Anhänger haben. Eine Ewigkeit in der Hitze des gerechten Kampfes. Oh, wirklich, das ist so romantisch. Mein Meister sieht das nicht ein, aber ich, Sohn, ich habe ein Herz für euch. Wirklich. Ich würde sagen, danke. Oh, für diese Lektion. Habe ich das alles laut gesagt? Ja. Oh. Hm. Entschuldigung. Ich weiß jetzt aber viel mehr. Na ja, gut. Das ist doch die Hauptsache, oder? Ja. Na komm, dann lass uns mal weiter. Da ist schon wieder eine Spinne. Los, Santal! Los, Susanne! Haut drauf! Also ich finde, das haben sie echt gut gemacht. Aber mit Susanne bin ich noch nicht zufrieden. Aber Santal finde ich gut. Einer von ihnen muss Clara heißen. Mhm. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Nein, 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 nicht zu mir kommen, nicht zu mir. Au! Dass sie diese Leuchte brumseln. Sollen weggehen. Oh, Mann. Irgendeiner heißt auf jeden Fall immer Chantal.
Chantal, komm weg von die Reale. Alles gut. Nur eine von diesen komischen Leuchtebrumsen kam plötzlich und wollte auch spielen. Mhm. Naja. Hab doch ein bisschen losgeworden. Ich glaube, mein Mann hat sich jetzt auf die Couch gelegt. Er kam hier gerade rein. Muss ich mal schauen. Hörte ja, nur Rubinia und ist postwendend wieder rausgegangen. Aber er hat seinen Durstlöscher hier abgestellt. Vielleicht kommt er doch gleich wieder. Amen, die nicht. Vorsicht, da sitzt links von euch. Vorsicht, links. Flattermänner links. Ja, gehen wir die mal. Oh, 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 hier ist jetzt dieser Geist. Hm. Kann der auch nicht in die Nebel gehen? Das sind eher, Hirten. Kann man mit denen reden? Kann ich das anfassen? Manche, ja. Anfassen? Darf ich es versuchen? Ja, mit dem Zöckchen? Notfalls nur mit dem Zöckchen? Vorsicht! Ich piekse ihn mal von hinten. Ja, pieksen wäre ich vorsichtig. Hat nichts gemacht. Pieks! Pieks! Au! Ah! Jetzt bin ich da drin gewesen! Was ist denn hier los? Was ist mit dem? Hallo! Ich bin Rubinia. Wer bist denn du? Oh, so ein Widernisstimme in meinem Kopf. Nein, ich bin kein Feind, überhaupt nicht. Ich will euch gar nichts tun. Oh, wirklich? Oh, das ist aber nett von euch. Also zuhören kann ich ziemlich gut. Wirklich, ihr könnt meinen Meister fragen. Eure Hülle? Wie eure Hülle? Was denn? Ist das vielleicht so ein bisschen wie bei Schlangen? Habt ihr das abgeworfen und jetzt braucht ihr es wieder, weil euch kalt ist? Ihr müsst zu eurer Hülle zurück. Ich meine, Magister, haben wir irgendwas zu tun gerade? Nur bedingt. Ich glaube, wir können euch gern helfen. Ja. Hülle oder Hülle? Und der ist nackt! Was? Das hab ich ja jetzt erst erfahren! Der ist ich glaube, jetzt sind wir angeschmiert. Ich glaube, der erwartet jetzt, dass wir mitgehen. Oh! Entschuldigt, Magister, ich fürchte, wir kriegen ganz nasse Füße. Ich glaube, ich habe uns gerade verpflichtet. Na dann. Ah, nicht doch! Lass den! Der ist nackt! Der ist voll wehrlos! Lass den in Ruhe! Los, Chantal! Hau drauf! Au! Oh. Aua! Hör mal, du musst ein bisschen aufpassen! Wie heißt denn du überhaupt? Du hast deinen Namen gar nicht gesagt! Ich glaube, den müssen wir auch noch aus dem Weg räumen. Ich glaube, ich kann gar nichts tun, wenn dem irgendwas passiert. Was machen wir, wenn der blutet? Wir haben gar keinen Heiler dabei. Der kann noch nicht bluten. Ach so? Oh Mann, aber ich sehe davon einen Kratzer an dem. Der würde wahrscheinlich eher Harz verlieren oder so. Also das ist mir auch noch nie passiert. Ich sollte selber anfangen, Bücher zu schreiben. Du kannst ja Forschungsberichte verfassen. Oh, das ist gut. Entschuldigung, Magister.
Bezüglich der Forschungsberichte, ist es da eigentlich gestattet, da meine persönliche Meinung und so damit einzubeziehen? Wenn es ein vernünftiger Forschungsbericht sein soll, eigentlich nicht. Was? Wieso? Und ich darf... Ah, weg mit euch, Gott und Gezücht! Das ist mein Magister! Den darf nicht jeder anfassen! Oh Mann, das Ding rennt aber ganz schön! Uiuiui! Ui, ui. Ich fühle mich gut. Hallo, Sabrina, grüß dich. Wir machen Guild Wars 2 RP und wir haben heute noch keine anderen RP da getroffen, obwohl es welche hier sind. Hat er irgendwas gesagt, wo er, aber ich fürchte, Rubinia ist so sehr in Fahrt, die wird ihren Magister heute wieder in den Wahnsinn treiben. Das wollte ich gar nicht! Die Leuchtebrumse, die ist mir leider in die Quere gekommen. Aber schau mal, da sind noch ein paar Leute, die sich auch kümmern. Ja, wie ist das sowas in der Art? Ach, aber was ich wirklich toll finde, ist, schaut mal, die haben deine Not überhaupt nicht gehört. Ich meine, ich habe tief in seinen Geist und seine Bedürfnisse nach seiner Höhle geblickt. Aber die wissen gar nicht warum und kämpfen trotzdem für seine Gerechtigkeit. Und sowas würde ich so gerne in einen Forschungsbericht einbringen. Also ich meine, wie ich das so finde und dass die Leute doch noch ein Herz haben und dass die Welt doch nicht ganz so grausam und schlecht ist, wie manche andere Exploratoren einen manchmal so weiß machen wollen. Schau mal da oben. Was? Wo? Was? Ich sehe nichts? Da ist die Hülle. Ich sehe keine Hülle, ich sehe Bäume. Ja, die Hülle ist ein Baum. In dem Sinne. Ach so? Welcher davon? Ich sehe so viele. Oh, der! Oh, das sieht so traurig aus. Naja, wenn wir Glück haben, funktioniert das jetzt gleich. Was denn? Meint ihr, der kann da... Der Geist ist viel kleiner. Was? Jetzt uns. Nein! Bleib tot und kehrt nicht wieder. Was? Ich hau dir gleich mein Stab über die Zwiebel. Niemals! Das geht überhaupt nicht! Wir haben den im Schweiße unseres Angesichtes durch den ganzen... Moment! Das geht schneller! Das geht schneller! Seid meine Hände und tötet die Schänder! Vertreibt sie von hier! Alle weg! Na, komm noch da! Da müssen sie schon härter zuschlagen! Ja, da müsst ihr schon viel härter zuschlagen, um eine Rubinie zu brechen! Rubinia! Mich gut. Ah! Nicht zu nah kommen! Eine Stablänge Abstand, hat Rondrak gesagt. Eine Stablänge Abstand. Deswegen zicke ich ja auch die Chantal die ganze Zeit nach vorne. Ja, der Charakter ist halt so. Gestern habe ich meine Seraphin gespielt. Die ist ein anderes Kaliber. Die trifft zwar öfter mal ein Fettnäpfchen und hat einen französischen... Eine französische Chanson hat die gute, aber das macht sehr viel Spaß, sie zu spielen, denn eigentlich ist sie eine unglaublich tiefsinnige Persönlichkeit. Aber Rubinia ist wirklich sehr speziell, vor allen Dingen, wenn sie lispelt und dann sich total aufregt. Mann, das hat hoffentlich gleich mal ein Ende hier, das ist ja schrecklich. Oh, wo springen die denn immer her? Wieso hört denn das gar nicht auf? Greif mein Ziel an! Mein Mann fragt gerade, ob ich ein bisschen leiser schreien kann. Wenn ihr nicht aufhört, dann hau ich euch die Santal auf den Hals. Ja, das ist wirklich zu viel. Ich kriege hier nämlich wirklich die Krise. Das hau dir das mal an. Zack, die Bohne.
Geht es euch gut? Ist alles in Ordnung bei euch? Entschuldigung, ich hab gesehen, ihr habt ja Kratzer. Oh Mann, der hat Kratzer. Was machen wir denn da? Alles gut? Der hat gesagt, war das ein anderer? Irgendjemand wollte sterben. Das ist nicht gut. Ich glaube, das war einer von den Heiligen. Da ist wieder einer hinterm Baum hergekommen. Zück sagt, ist noch früh, da werden die Nachbarn schon nicht vor der Tür stehen. Höchstens der psychologische Noten. Spürt die Wut. Ach, Flo, hör das. Hör auf mit diesem triggernden Plop, das ist ja schrecklich. Rubinia kann doch damit gar nichts anfangen. Na, haben sie es jetzt. Magister, wenn wir das hier überleben, werden wir heute der Geil. Erneuten Frieden. Und die Wildnis wächst wieder weiter. Friede mit euch, gute Seelen. Möge die Sonne für eure Taten auf euch scheinen. Wirklich? Geht er jetzt in die Hülle rein? Ich nehme es mal an. Los, ihr müsst es in eurem Gehirn einbrennen. Wie romantisch. Es fang gleich an zu weinen. Wir haben dazu beigetragen, Magister, ihr müsst das tief in eurem Herzen eingraben. Dieses Gefühl. Ich schau dich mal um. Es ist alles hier erblüht, ich sehe das schon. Diese Blüten. Wenn beim nächsten Mal wieder ein Problem ist, dann denkt an Rubinia. Holzapfel, ich hau immer zu fest auf die Brust. Du solltest das salutieren vielleicht. Vielleicht zeigt es mir mal einer richtig. Könnt ihr salutieren, Magister? Ja. Versuch das doch mal, ich würde mir das gerne anzauen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Könnt ihr nochmal? Ja. Also, ihr müsst mir nicht gleich drohen. Entschuldige. Also, nochmal schauen, ja? Ich sau jetzt. Aber ihr macht das so ganz zärtlich. Ich weiß nicht, bei mir... Ja, so zärtlich kriegt das nicht im Moment. Ich versuch das nochmal. Robin, ja, salutiert! Aua! Das ist immer. Du haust ein wenig zu fest einfach zu. Vielleicht bekommt man an der Stelle Hornhaut, wenn man oft genug draufhaut. Nein, vielleicht sollte ich mir eine bessere Polsterung an der Stelle machen. Lassen. So gut nehmen kann ich nämlich nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist es manchmal nötig zu salutieren. Wir sind doch gar nicht im militärischen Rang. Nein, aber ich weiß nicht. Schaut euch das mal an. Er war so mutig. Also ich meine, und jetzt lebt er gar nicht mal mehr richtig. Wenn du dich hier umschaust, würde ich mal sagen, er lebt durchaus in der Umgebung. Styx meint, also haben Einhörner lediglich zu fest gefacepalmt. Die Hornhaut. Ja, das stimmt allerdings. Da habt ihr recht. Und überall sind Schmetterlinge. Und dieser Tag wird sich für immer in mein Gedächtnis einbrennen. Gut, und was machen wir jetzt? Weitergehen. Wobei, ich gucke mir den nochmal von allen Seiten an. Tu das. Eventuell kann ich Zeichnungen dazu machen. Das ist ja ganz schön verwurzelt hier, ne? Ich frage mich so bei denen, die Exkremente rauskommen.
Aber wahrscheinlich exkrementieren die gar nicht. Nee, sieht zwar ähnlich aus wie bei einem Tier, ist es aber nicht. Aha, aha. Wobei, der Dünger geht bestimmt irgendwie durch das, was im Boden steckt und dann kommt das hier überall an. Ja, das ist vielleicht mal erforschenswert. Baumhirten, ich sollte mir dazu mal ein Kapitel in der Bibliothek ansuchen, gucken, aussuchen, hinsuchen, finden und am besten... Oh! Ich habe nichts gemacht. Wirklich nicht. Energie ist versiegt, würde ich sagen. Muss das jetzt nochmal gemacht werden? Also vielleicht ist die Energie gleich wieder da. Der hat vielleicht den Stromsparschalter angestellt und jetzt erstmal Schluss. Also wenn du etwas über Baumhirten und sowas wissen willst, dann solltest du in der Bibliothek nach Druiden suchen. Wir wissen zwar nicht sehr viel darüber, aber zumindest ein bisschen. Oh, das sieht interessant aus. Das sieht nach Azura-Bauwerken aus. Stimmt das? Aber schon ganz schön alt. Ja, die Azura gibt es hier nur schon etwas länger als die Silvari. Boah, ey, der heutige Tag wieder, ne? Ich glaube, das ist eine von den... Pommi ist schon ganz heiß. Entschuldigung, ich habe nur was notiert. Ne, ist gut. Oh, Häschen. Hallo, Häschen. Oh, Häschen. Das Häschen geht gar nicht weg. Hallo, Häschen. Oh. Alles mit dir in Ordnung? Hast du dir ein fattiges Plätzchen gesucht? Du bist bestimmt auf der Flucht vor den Azura. Das können auch kleine, gemeine Kerle sein. Kannst gerne unter meinen Rock kommen. Ist versteckt dich. Nee, willst du da jetzt den ganzen Tag stehen bleiben? Nein. Nicht den Hasen angreifen. Ich werd gleich sauer. Warum sollten die den Hasen angreifen? Der hat gesagt, Ziel anvisieren. Wenn der nicht mich oder euch gemeint hat, dann meinte der wohl den Hasen. Mhm. Ich hoffe mal, dass er uns nicht gemeint hat. Guten Tag. Alles hat einen Platz in der ewigen Alchemie. Mhm. Ja, Forschungseinrichtung. This character does Liz. She does Liz. Mm-hmm. And she is... Das ist irgendwas für Flumpf. Not the lightest star on this, in the sky. No, it's not English. I'm talking German and normally I'm absolutely talking normal. I do not lisp, but this character does lisp. Because it's Guild Wars 2 roleplay. And she's one of two main characters I play. And ach, hier geht es scheinbar auch um Tortechnik. Rubinia does lisp. My other main character is a Seraph, and she has a French accent. So. Darf ich das so zitieren? Ja, auch das darfst du gerne zitieren. Ich weiß nur nicht, wofür du einen zitieren möchtest. Also, Moment, passt mal auf. Schaut mal. Hm? Wirkt das nicht total distinguiert? Was meint ihr dazu? Also ich finde ja manches... Also wenn man sich so manchen Lehrmeister anschaut, also natürlich nicht euch, euch nicht. Aber wenn man sich so manchen Lehrmeister anschaut, dann ist da nicht viel mehr als ein distinguiertes Und sonst ist da sehr viel Geblubber und Rauch. Na, wenn du das sagst. Also nicht alle, aber manche. Das kommt halt immer darauf an, wie das gemeint ist. Aber hier scheint es tatsächlich um asurische Tortechnologie zu gehen, wenn ich das so sehe. Guck mal.
Ich glaube ja beinahe, dass die Azura hier freundlich Auskunft geben könnten, bevor wir jetzt hier dumm rumstehen und einfach nur spekulieren. Fragen können wir auf alle Fälle. Aber du weißt ja, Azura und... Da sind überall so lustige, bunte Falter. Ob ich vielleicht mal da drauf drücken sollte? Ich weiß nicht, wofür die sind. Das nicht, weiß dass ich auch kaputt nicht. Geht. Oh, und lustige Kristalle. Schaut euch nur diese Kristalle an. Oh, ich hab einen abgebrochen. Schaut mal, da ist so ein Kristall. Aha. Schaut mal. Ich finde ja, die Kristalle sehen so aus, als könnte man die hier so einsetzen. Oh. Mama Gisterlampe, könntet ihr mir vielleicht helfen? Was hast du denn? Ich weiß nicht. Es dreht sich. Eine Stimme hat zu mir gesagt, Gewichtskristall 1, 7,2 Einheiten. Gewichtskristall 2, 6,7 Einheiten. Gesetztes Gewicht des verschmolzenen Kristalls. Fehler, Benutzereingabe erforderlich. Muss ich das jetzt nur zusammenrechnen? Das wäre 13,9. Soll ich? Probier es nochmal aus. Wartet mal. Die Azur ist ein Schriftzeichen. Ich muss das gerade mal... Da ist die 1, die 3, ein Punkt und eine 9. Oh, ich habe nichts falsch gemacht. Verschmelzung erfolgreich, Kristallabstimmung abgeschlossen. Oh Mann. Magister Steck, bloß keine Kristalle irgendwo rein. Da müsst ihr eventuell mathematische Höchstleistungen vollbringen. Gut, dann sollten wir vielleicht die Finger von den ganzen lassen. Das meine ich auch. Obwohl sowas vielleicht durchaus als Lehrmethode... Nein, ich bin total gut in Mathe. Wirklich, wirklich gut in Mathe. Das müsst ihr hier überhaupt nicht überprüfen. Also wer weiß, was passiert wäre, wenn ich mich jetzt geirrt hätte. Ich war auch eher am Überlegen für die Abtei. Ach so. Oh. Aber ich glaube, wenn ich da Flumpf drauf ansetze, die Fragen, die weiß dann am Ende wieder keiner. Entschuldigung. Schlichtheit siegt. Das habt ihr gut erkannt. Ich bin auch eine ganz lichte Persönlichkeit. Wenn ich damit siege, und das ist völlig in Ordnung. Wie schreiten eure Abenteuer voran? Meine Abenteuer? Oh Mann, ich könnte euch da erzählen, was ich heute schon mit meinem Magister erlebt habe. Das ist wirklich toll. Hallo, ich bin Rubinia. Euch sehe ich gerade zum ersten Mal. Das stimmt, ich sehe euch auch zum ersten Mal. Und dabei wisst ihr, da habe ich da vorne jemanden getroffen, der sieht genauso aus wie ihr. Es könnt euch nicht auseinanderhalten. Soll ich euch mal jemanden vorstellen? Das müssen sie schon hart dazuschlagen. Schaut mal. Also, oh verdammt. Das hat nicht geklappt. Es hätte euch jetzt die Santal zeigen können. Die sieht auch so aus wie ich. Mein Transient. Was machst du denn da? Wird die Industrie revolutionieren. Ach so. Ach, was ewig ist euer Name? Ach, das Simpson. Aber wisst ihr, auch wenn ihr so aussieht wie alle anderen und wenn ihr meint, ihr seid nur ein ganz normaler, gewöhnlicher Arbeiter, was meint ihr mit Ulta? Ach so? So heißt das hier? Ach, was willst du denn machen? ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Das hast du sogar richtig ausgesprochen. Holzappel, richtig, ja? Was? Die Forza? Die versuchen, Portalreisen zu revolutionieren. Das finde ich ja revolutionär. Aha. Also, zwei perfekt aufeinander abgestimmte Tore, um Reisen zu ermöglichen. Das ist halt ein Eingangstor, ein Ausgangstor. Ja, aber funktioniert das nicht sowieso immer so? Aber, Entschuldigung, wenn ich euch mal vielleicht darauf hinweisen darf. Wir haben doch schon überall solche Portale. Was wollt ihr denn noch da machen? Ja, gut, aber alle Achtung, eure Arbeit ist bestimmt mega revolutionär und spektakulär. Was? Ich glaube, da gibt's Ärger. Hat da jemand mitgemacht? Das sind Affen, wo kommt die denn her? Durch das Portal. Oh. Wie
Los, Pantal, hau drauf! Zeit, echten Schaden anzurichten. Was ist das für einer? Was hat denn der für Zähne? Der muss aber dringend mal zu einem Medikus. Habt ihr euch die Zähne angesehen? Mhm. Diese Harmonien scheinen hier unsauber. Das sind dann wohl alle. Magister, ihr müsst wirklich nicht so da nah dran gehen. Das ist doch mega gefährlich. Ihr müsst aufpassen. Ja. Geht doch nicht immer so nah da dran. Also, das ist eine Lektion, die ich wirklich verinnerlicht habe. Immer weit weg von meinem Gegner zu stehen. Ja, vom Gegner schon, aber von einem Forschungsobjekt. Ihr wollt doch nicht etwa, dass ich diese Ruinen hier verteidige, oder? Nein. Diese Harmonien scheinen mir unsauber. Was? Ihr redet aber jetzt nicht von mir, oder? Nein, ich glaube, er meint das Tor. Achtung. Das oh nee, was denn? Welches? Oh. Ich fühle mich gut. Schmerz für Schmerz. Das sind dann wohl alle. Techie ist verrückt, wenn sie glaubt, dass das je funktionieren wird. Dann bringt sie mal ganz schnell ab von der Meinung. Das ist ja lebensgefährlich. Hier darf ja keiner hinkommen. Ja, ich denke mal, das wird der Grund sein, warum das hier draußen ist. Ach so? Mhm. Meint ihr, es gibt den Azura Forschungsobjekte, die sogar die Azura so gefährlich empfinden, dass sie hier ausgelagert werden aus der Provinz Metrika? Das würde mich nicht wundern. Mann, die sind ja bescheuert. Naja, oder Sicherheitsvorkehrungen treffend. Sehr viele Macken, zwei Mädchen. Naja. Scannen, Schwabbeln, nicht scannen, nicht scannen. Alles nur nicht scannen. Mir scheint was ganz schön. Mir scheint das, dass die Leute, die hier arbeiten, alle ein bisschen bipolar sind. Wie meinst du das jetzt? Ja, also einerseits wollen sie hier forcen und andererseits machen sie irgendwie nur dummes Zeugs. Naja, erinnere ich manches Mal dran, was Flumpf da ab und zu angestellt hat oder dieser eine Lovize. In diesem Zusammenhang benutze ich gerne eines meiner neuen Lieblingsworte. Ambivalent. Ja. Da ist ein Tor offen. Soll das so? Ich denke mal. Ich bin jetzt kein Azura. Aber wenn es um Tortechnik geht... Hallo, ist jemand zu Hause? Ich würde jetzt aber nicht unbedingt rangehen. Ich wollte es nur anpieken. Pieken. Ja, ja, komm, geh nicht durch. Aber da vorne ist auch noch ein Tor. Ja. Entschuldigung, du weißt doch, wie das mit den Toren hat das ist. Jemand hier überprüft? Ist das sicher? Magister, vielleicht fragt ihr ja mal jemanden. Ja, ich kann ja mal schauen. Oh Mann, diese Aussicht von hier aus, die ist ja wirklich toll. Passiert gar nichts. Das Tor ist kaputt. Schlechtheitssieg. Nein, es ist wohl nicht eingestellt. Ich bin da gerade gegengelaufen und es ist gar nichts passiert. Du bist... Ich habe was oben gesehen, dann bin ich rückwärts gelaufen. Plötzlich bin ich durch den Ereignishorizont gelaufen. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du wärst sonst wo gelandet. Du hast zwar einen Mapser, aber ich finde dich doch dann nicht wieder. Aber ich finde doch wieder zurück. Ja, und was ist, wenn auf der anderen Seite kein Tor ist? Dann wird's ein langer Weg. Ja, jetzt stell dir mal vor, du landest in Ohr oder so. Seid stets eurer Crew treu. Ich bin meiner Crew immer treu. Das sind übrigens... Die Abtei Domant. Habt ihr schon mal von uns gehört? Es gibt da auch Azura. Ich gehe mal davon aus, dass ihr uns kennt. Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung, können Sie mir was über dieses Tor erzählen? Was? Ich soll euch helfen, das
verstärkte Tor zum Laufen zu bringen. Ja, wie soll ich das denn machen? Ich soll die Platten an der Wand... Ach so. Das, was du schon gemacht hast. Das habe ich schon gemacht und das war hilfreich, oder? Ah, ihr müsst die richtige Struktur sowie die Frequenzen finden, um sie mit eurem Portalnetz kompatibel zu machen. Aber wieso, ganz ehrlich, wie bescheuert kann man denn sein, das Ganze hinter irgendwelchen mathematischen Spielchen zu verstecken? Das ist doch Spielerei. Nein, dafür bin ich überhaupt nicht. Ich bin gar nicht schlecht in Mathematik, aber diese Salze könnt ihr mal schön selber lösen. Ja. Nicht, dass sie die Goa'uld anzapfen. Dann brauchen sie aber fix eine Iris. Ja. Wenn das Tor die ganze Zeit unter Strom ist, wird es vielleicht gerade gespeist von einem schwarzen Loch? Geht ja auch. Die Ori kriegen das auch immer ganz gut hin. Aua. Mir tut mein Piercing heute weh. Ich glaube, ich habe da doof drauf geschlafen. Ich denke, wir sollten weitergehen, ja. Ja, merkt eindeutig Asura-Einrichtung. Wieso? Woran seht ihr das? Siehst du hier wieder anderes? Ihr meint außer Asura? Nee, stimmt auch. Ja. Hier gibt's wirklich nur Asura. Oh. Asura, Asura, irgendwelche komischen... Na, was denn sonst? Das ist ein Asura-Forschungsstützpunkt. Scan aktiviert. Könnte jemand... Fängt er schon wieder damit an. Hör mal, du Ding da, geh weg von mir! Ich will aufpassen, das Ding will ständig scannen und Paarungswilligkeit und so ein Schwan. Pass auf, ich bin einfach weg. Stopp, guten Tag. Also für diese Kollegen kann ich nicht. Die gehören zu der Mensch. Die sind ziemlich cool. Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Ich lasse mich nicht nur sehr äußerst... Meine Novizen ist ein wenig... Redet die gerade von mir? Entschuldigung, ich bin überhaupt nicht aggressiv. Ich habe es noch gerade gehört. Kannst du die Schlichtheit siegen? Ja, warte mal, mit Excelsior. Aua, aua. Und scan den mal auf. Was habt ihr jetzt gemacht? Ich habe salutiert und jedes Mal. Aua, es lag viel zu fest zu. Ach so, dann vielleicht nicht so fest zuschlagen. Das stimmt. Aber ihr seht ja das Resultat. Nicht, dass da irgendwann mal ein Loch ist. Wenn die fremde Leute einfach mal so scannen. Stimmt, stellt euch das nicht, mal vor. Nicht, dass ein Schlag... Das wäre schlecht. ...die Verdrahtung lösen könnte. Geh mal ganz kurz könnte. Darüber. Naja, wenn dann los. Oder sogar mehr beschädigen könnte, das wäre oh. Nicht... Der hört nicht auf zu reden. Der kann bei den beiden kaputt, nicht kaputt gehen. Ja, ja. Glaub mir. Meister, ich verstehe nicht. Der geht schnell kaputt, als ihr glaubt. Hm? Ich spreche aus Erfahrung. Das scheint ein aufmüpfiger Golem zu sein. Ja, ja, die haben Bugs, so Betriebsfehler. Die tun Dinge, die sie gar nicht tun sollen. Und was? Und dann lassen sie die auf die Menschheit los? Eine komische Form von Humor, wie ich so verstanden habe. Ja, ich habe auch schon mit meinem Stock draufgeschlagen, weil... Dann lasse halt ich den wohl lieber in der Hand. Ach, der ist einfach Sachen draufschlagen gelöst. Oh Mann, ich sehe gerade, euer Staffmacher hat einen ziemlich guten Geschmack. Meiner ist ein bisschen kürzer, aber wäre für mich auch umständlich, nein, wenn das so groß wäre. Kurz kennt sie sicher aus. Hör auf mit diesen Beleidigungen die ganze Modus Zeit. Aktiviert. Das habe ich heute oft genug gehört. Das ist sehr wunderbar für euch zu sein. Ja, warte. Wie stochert damit herum? Naja, ist ja meine Aufgabe, rumzustochern. Stand bei 79%. Müsst ihr doch wissen. Und ja, sogar mit Char dabei. 89%. Ah, hey, sind mehr als... Ha, ha. Warte, da geht's eher anders. Naja, er weiß schon, ich kann damit umgehen. Egal. Also die Programmierung von der Sprache ist aber fehlerhaft. Das war ja ein erbärmliches Haha. Das sind Golems, die können nicht lachen. Das versucht ihr nur einmal. Und warum? Durchgeführt. Nein! Geh weg mit dir! Geh weg, 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 mach nichts kaputt. Also, Entschuldigung, ich fasse auch nicht fremde Golems an. Er fasst sie ja nicht an, er scannt sie. Ich finde mich aber ungebührlich berührt. Meister, Sprachsteuerung des Menschen defekt. Bei weg scheint es zu hängen. Aha.
beide paarungsbereit. Das ist... Was meint ihr? Wisst ihr, was paarungsbereit bedeutet? Doch, das wissen die ganz genau. Doch gesagt, das ist sehr persönlich. Voll im Standby-Modus. Ihr seid von der Abtei, nicht wahr? Das ist richtig. Abtei. Na gut, die sollen agieren. Magister Lambert, freut mich, euch kennenzulernen. So, ihr zwei, lasst das jetzt mal mit den Scans, klar? Ebenfalls. Und ich bin Chayari. Oh, hallo, ich bin Rubinia, Novizin von Magister Lamberg. Mal gucken, wie lange noch. Ebenfalls erfolgt. Oh, seid ihr bald mit der Ausbildung zu fertig? Das, abzulegen? Nein, ich hoffe mal, dass ich irgendwann mal mehr bin als nur Novizin. Das stimmt. Das hoffe ich ja auch. Also dann stell dich mich auch mal vor. Mein Name ist Navi. Ihr solltet euch einen kürzeren Titel vorlesen. Entschuldigung. Sonst würden die Leute auch bis zum Ende eures Namens zuhören. Wie war euer Name? Titel, den konnte ich nicht verstehen. Meine Freundin. Navi. Navi? Ja. In Ordnung. Ah, das ist ja interessant. Gut würde euch auch der Name sehen, den Magister Plumpf diesem Gerät gegeben hat. Das ist der Maps. Maps? Sand. Mhm. Was macht das? Sieht mir aus wie ein Spielzeug. Schwabbel? Nee, warte. Der zeichnet alle Wege, auf die ich nehme. Ich muss nur sagen, Maps-Aufzeichnung beginnen. Nur mit Erlaubnis. Oder Maps-Aufzeichnung beenden. Oh, verdammt, jetzt habe ich den ausgemacht. Wir müssen ja nochmal wieder zurück. Maps, geh an. Maps, starten. Maps, Aufzeichnung beginnen. Sprachsteuerung. Ja, Sprachsteuerung. Magister Plumpf ist zwar auch nur klein und grau und schrubbelig, aber trotzdem anscheinend sehr, sehr clever. Dem Namen nach ist aber ein Asura, richtig? Das stimmt. Magister Plumpf ist ein Asura. Es sah schon so aus, als ob das Asura-Technik wäre. Na, passt ja auf, dass er nicht auch seine Daten an ihm übermittelt. Das speichert er in Kristallen ab und die habe ich entwickelt. Ha, ha. Dürfen wir die Kristalle und den Maps scannen, kann. Wenn das natürlich. Nein, das Maps funktioniert eigentlich sehr gut. Und oh Mann, ja, ich habe schon Dinge wiedergefunden, die ich im Schnee verloren habe. Ich musste mit dem Maps nur den Weg wieder zurückgehen. Ganz im Ernst, am Anfang habe ich auch befürchtet, dass vielleicht das eigentlich nur eine Möglichkeit zur Überwachung ist, aber nein. Naja, es gibt noch eine andere Methode, Dinge wiederzufinden, die man im Schnee verloren hat. Man folgt einfach die Spuren, die man hinterlassen hat. Aber ich wusste ja nicht, wo. Ja, es würde aber ein bisschen sehr lange dauern, meine Liebe. Außerdem schneit es bei uns relativ häufig. Das stimmt wohl. Das Schnee ist knietief und noch tiefer. Und dementsprechend war es durchaus sehr hilfreich. Das klingt auf, wenn ich ihm noch mein Nachtlied vorsinge. Nein, mein Mitmagister hat da durchaus hervorragende Arbeit geleistet und wir arbeiten derzeit noch daran, das Ganze ein wenig zu verbessern. Okay, falls ihr weiter reist in diese Richtung ungefähr, solltet ihr vielleicht nicht hingehen. Wieso? In Kristur. Und so. Mit ganz vielen dicken, fetten Golems. Oh. Ach so, aber eigentlich wollte ich ja... Aggressiven Golems. Mhm. Eigentlich wollte ich mich ja eine fragen, Verschwendung für wunderbare Technologie. Ob ihr eigentlich hier arbeitet. Sie nicht gefunden hat. Ich bin Erkunderin. Ich entdecke und sammle Dinge, die mich interessieren. Also ihr arbeitet nicht hier? Schade, ich wollte jemanden fragen, wieso man unbedingt diese Portaltechnologie hinter simplen, kinderleichten mathematischen Formeln verbirgt. Das finde ich ziemlich dumm. Unbekannte Sachen erforschen. Das ist vielleicht nur ein Test. Und dann bin ich irgendwann mal auf deine Mutter gestoßen. Die Kontrollen überhaupt versteht. Das Interessante, die Asuria scheint es auch nicht so mit den Rechnen zu haben. Das scheint nicht mal die mal lösen gesagt. Zu können. War vorhin schon hier. Hab Proben gesammelt. Jedes Mal hat sich so ein Portal fehlgeschaltet und ist irgendwas rausgekommen. Da muss es abgeschaltet werden. Also ich muss ganz ehrlich gesehen, als ich den Knubbel reingesteckt habe ich die mathematische Formel gelöst und alles war wunderbar.
Mann, ja, danke schön für meine Hilfe. Ich würde vielleicht hier anfangen zu arbeiten. Nein. Damit keine Unfälle passieren. Ja. Auch das ist ja nicht mein Problem. Ich helfe lieber wieder einsamen, alleinigen, nackten Baumhirten. Baum? Nackt? Nackt? Tja, ja. Vorhin... Hatte der nicht gesagt, was war paarungswillig? Chips. Ja. Wieso? Stimmt. Der Baumhirte da, den haben wir gesehen. Der war ungefähr in dieser Richtung zu finden. Der war nackt und suchte seine Hülle, weil dem war Vassal nicht kalt und außerdem. Zufällig ein bisschen leuchtend. Okay, das und stimmt. So. Oh, ja, sind wir vorbeigekommen. Seine Geisthülle. Aber jetzt habe ich da mit dem geredet. Die Manifestation hat sich wohl jetzt aufgelöst. Was? Ja, ja, nachdem wir sie begleitet haben. Und ja, wir mussten den begleiten. Der war ziemlich zart darauf, seine Hülle wiederzufinden. Und dann sind wir dahin und haben dafür gesorgt, dass er wieder in seiner Hülle Platz nehmen kann. Dann hat er ein bisschen auf dem Boden exkrementiert. Und dann sind überall wunderschöne Blumen gewachsen. Ich hätte ihn so gern weiter untersucht. Was? Das geht nicht mehr. Aber das Energieniveau von dieser Lebensform scheint wieder ein wenig weg zu sein. Was glaubt ihr sonst? Der hat doch viel davon. Bleibt dann lieber doch bei den Waschbären. Ihr hättet den auseinandergenommen? Naja, jetzt nachdem ihr sagt, er sei intelligent. Der hat das ganze Land wohl besitzt, da. Wer? Alles hat wunderbar angefangen zu blühen und zu erleuchten und so weiter. Das war ein Augenblick, der hat sich für immer in meinem Herzen eingegraben. Um was geht es? Das klingt wirklich interessant. Was? Nicht, wenn ihr anfangt, damit rum zu experimentieren. Damit vielleicht eine starke, endlose Energiequelle. Über was geht es? Nein, nein. Ich glaube, das ist sehr vorsichtig. Was? Gerade die alte Druidenmagie ist ziemlich bleibend. Das stimmt, aber ich werde einfach ein Kapitel hinzufügen mit meinen Abhandlungen über diesen Baumgeist. Ein Baumgeist? Meinte ein Moosherz, Eichenherz, Kiefernherz? Baumhirte hieß der, glaube ich. Sieht ähnlich aus, aber es hatte einen in der... Niveau. Da kribbelt es mir immer noch in den Nacken. Mir hat auch gekribbelt. Überall. Das kann ich mir vorstellen. Und wir waren so heldenhaft. Magister Lamberg, Chantalle und Is. Chantalle? 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 Das ist, Sie schon zuschlagen. Chantalle kommt manchmal. Das ist mein alter Ego. Wenn ich mich zweiteilen muss. Ihr seid Miss Marin. Oh. Das stimmt. Und eines meiner Trugbilder habe ich Chantalle genannt. Warum benennt ihr eure Trugbilder? Wahrscheinlich, damit sie unterscheiden kann, damit sie weiß, wer sie ist und wer sie nicht ist, oder? Aber sie weiß doch gar nicht, wer was ist. Warum sollte ein Messmer sich selbst täuschen? Ja. Selbsttäuschung ist der erste Weg zur... Zum Sterben. Was? Zur Enttäuschung wohl eher. Oder das auch. Also ich weiß nicht, eure Golem ich finde das sehr schade. Ich meine, sie werden geboren aus mir, sie sind wie meine Kinder, sie tun alles für mich und dann sind sie einfach weg. Meine Update. Ohne einen Namen gehabt zu haben. Ich finde das sehr traurig. Dass sie so still sind. Oder sie schmollen. Die schalten sich schon wieder ein. Keine Sorge. Update installiert. Seht ihr? Okay, ja, aber ich... Nein, ich glaube, wir sollten langsam weiter. Schwabbel, gib mir die Patch-Notes. Ja. Ist das eigentlich ein typischer Name für einen Golem? Schwabbel? Nun, nicht ein typischer Name, aber Forschungsobjekte, Forschungsobjekte, Forschungsprojekte... Ich bin noch selbst häufig benannt nach... Weg mit dir! Wie ist der Name der Menschendame? Rubinia ist der Name der Menschendame. Ist das denn ein typischer Name für Mesmer? Das ist ein ganz typischer Name, ja. Für Mesmer? Ja, ich glaube, da gibt es keinen typischen Namen. Das wäre auch etwas verwunderlich. Also ich würde dir nicht hinter mich lassen.
Wenn mir gleich irgendwas in den Popo piekst, dann werde ich richtig sauer. Also das, wenn ihr sich keine Leute richtigen mich. Namen haben wollt, das hier ist Kur 04. Hört auf damit! Das ja. Neben ihm. Na, ich höre besser auf, ich kenne das Gefühl, wie einem dann die Nackenhaare sich aufstellen. TB. Und der heißt Knurr? Natürlich. Nein, Kur. Ach so, Kur. Ich weiß natürlich. Ist ja, auch Kur. Ich dachte Knurr. Ja, bei Knurr ist ich aber Roboter. Nein, jetzt mehr ernsthaft, ich kenne das Gefühl. ITB steht für Inkompetent. Das kann eigentlich Test gar nicht schlappen, dass jemand in meinem Rücken steht. Das geht nicht. Das ist ein Automatismus. Ja. Aha. Ich mich weg. Nomen est omen, hä? Inkompetent. Normal sind doch die Abkürzungen für Golems ihre Betriebsbezeichnung, oder? Hat man immer da jetzt falsch? Hinten, ohne sie hinten zu haben. Sie hat doch gerade gesagt, er ist ein inkompetenter Golem. Wie gesagt, ich habe sie selbst benannt. Das ist ein. Und außerdem war das jetzt kein. Also, ja, das naja, ist. Naja, ist noch ein besserer Name als GXT34. Stimmt auch wieder. Ja, kann man sich halt besser merken. Also, ich finde. Also, sind die beide von euch? Ja. Ah. Und was habt ihr damit zu tun? Ich meine, er läuft nur allen möglichen Leuten damals nach, weil er ist ja. Ja ach so, ihr redet nur ein Klug durch die Gegend. Mhm. Öfters mal rumgeschraubt an solchen Dingern. Als Rubin hier. Aha. Ja, meine hatte ich damals schon vor sehr langer Zeit demontiert. Eure beiden Namen. Meister ist so schlau. Ha, 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 ha. Oh nein, jetzt lachen sie auch noch im schlechten Stereo. Ja, diese Gefühlsmatrix. Also die Stimmmodulation sollte man nochmal etwas überarbeiten. Es tut mir leid, das ist schon das Beste, was es zurzeit auf dem Markt gibt. Sicher? Ja. Naja, das Neueste wohl eher, nicht das Beste. Na, mach mal. Aber, ja, okay, das Beste nicht, aber das Neueste. Also bei Menschen klappt das was gut. Man muss die sein? Hand nur recht weit nach unten und wenn man dann drauf drückt, dann ist die Tonlage ganz nicht, anders. Vielleicht gibt es so einen Punkt bei den Golems auch. Ja, der nennt sich Ausknopf. Ich glaube, ich überlasse ihn. Ja, ist ein kleines. Habt ihr das nicht gehört, Meister? Der Asura macht sich zum Affen. Ja. Verwirrungsmodul aktiviert. Ach nein, jetzt habt ihr schon wieder Schwabbel verwirrt. Naja, die Zehnerversion ist halt nun mal leider. Können wir ganz vorsichtig dran vorbeigehen und dann rückwärts gehen und winken? Hm? Was wollt ihr machen? Ich hoffe, ihr wisst, wie oft ich diesen Gedanken schon gehabt habe. Aber diese Golems sind so interessant. Dürfen wir von Rubinia eine Probe und entnehmen? Nein! 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 Definitiv nicht! Nein! So, denn was ist denn an Proben nehmen so falsch? Alles! Hä? Also, also ich mag das auch nicht. Es schmerzt auch nur ein klein wenig. Nein! Erstens meine Novizin und zweitens. Sonst merkt dir gleich auch mal was. Ansonsten werde ich ein wenig ungehalten. Solltet lieber eure Golems zurückgreifen, nicht dass sie danach ihr Schrott sind. Ja, das wollen wir ja nicht. Ihr nehmt keine Proben von irgendwelchen Menschen. Soll ich sie abschalten? Nein, ich glaube, ihr müsst sie nicht abschalten. Völkern. Sonst werden die ja gar nicht mehr. Von anderen Völkern. Nein, ich hinter mich. Ohne meine Erlaubnis nehmt ihr keine Proben, oder? In Ordnung. Keine Absicht. Gut, dass man die Reflexe nicht gezückt hat. Na gut, hat, ich hoffe, die hören. Na, wir empfehlen uns dann mal. Ja, wichtige, heroische Aufgaben warten auf uns. Ja, wir müssen auf alle Fälle noch ein Lager besuchen. Wir werden uns dann mal empfehlen und sagen tschüss. Aua. Na, warum schlägt der Bein selber auf einen aus? Warum salutiert ihr? Ja, Rubin, du solltest es echt beim verbeugen lassen. Ach nee, dann mach ich das lieber so. Tschüss! Oder das. viel Erfolg noch bei euren Forschungen und gehabt euch wohl. Ebenso bei euren Vorhaben. Mhm. Menschen. Ja.
Na, aber der SeaWorld macht sich doch gut. So, Und ich sagte, Magister Flumpf ist anstrengend. Eine Herde Asura auf einem Haufen. Ist das so wie bei den Skrit? Ich habe gehört, die haben ein kollektives Bewusstsein. Eine kollektive Intelligenz. Habe ich... Die Inquestur hat dort ein Labor. Mhm. Hm? Gibt es nicht hier auch eine Skritburg? Ja, da muss ich jetzt aber nachhaken, wo die ist. Aber hier im Süden ist ein Lager von der Abtei und dort könnten wir nachfragen. Das ist gut. Ja, ja, wir passen schon auf. Wir wollen nur zur Abtei. Ja, danke. Mit der Inquestur hatten wir gerade schon zu hören gekriegt. Ja, aber diese Golems. Habt ihr eine Karte von dem Gebiet? Und sag mal, wollte uns nicht eigentlich auch noch die Novizin Sarah begrüßen? Nein. Sophie meinst Sophie du? Sophie begleiten? Ja, eigentlich hatte ich das so verstanden, aber irgendwie. Ja, du weißt ja, die Magister hat manches Mal. Wer ist denn das überhaupt? Ich habe die ja noch nie kennengelernt. Ihr habt mir nur beim letzten Mal vorgeschwärmt, was für ein guter Mensch sie ist, weil sie ja von Stunt ist und sich mit unterbelichteten, mit untergebenen, mit Stuntes tieferen Gute stellt. Schwingt da ein klein wenig, Missbilligung mit. Wofür Missbilligung? Ich missbillige es natürlich nicht, wenn sie ist so ein guter Mensch. Was ich missbillige, ist die Aussage, dass ein Höhergestellter ein guter Mensch ist, weil er einen Niedrigergestellten gleich behandelt. Wie ist es denn mit mir, wenn ich als Niedrigergestellter einen Höhergestellten gleich behandle? Ist das dann respektlos? Bin ich dann kein guter Mensch? Du bist doch so oder so ein guter Mensch. Ich glaube, du hast da etwas anders verstanden. Ach, Los, Tantal! Verteidige den Meister! Alles in Ordnung, Meister? Ja. Ich habe euch Santalle gegeben, damit sie euch verteidigt. Oh, was machen die denn? Vielen Dank. Das sind ja die Seraphen. Wieso rennen die denn? Machen die einen Dauerlauf? Training vielleicht. Sieht nach Training aus. Sie schreien nicht, also scheint es nicht schlimm zu sein. Ist da oben etwa das Fort? Ich glaube, das müsste das Lager sein, was ich suche. Oder was ich meinte. So, und eben, was war jetzt mit dem Thema guter Mensch und so weiter? Gar nichts. Das Thema können wir auch ad acta legen. Du hast davon angefangen. Ich habe nur gefragt, wo Novizin Sophie ist. Mhm. Oh, Entschuldigung. Ja, hier sind richtig. Ranken haben unsere einzigen Durchgänge zur Trockenkuppe zugewuchert. Ach, was? Wir müssen sie säubern. Ich habe aber gar kein Schädlingsbekämpfungsmittel dabei und auch kein Unkrautvernichter. Nee, nicht wirklich. Das wurde uns auch nicht aufgetragen. Nein, aber was sie laufen. Aber das ist aber keine gute Formation, würde ich mal sagen. Da habe ich schon bessere gesehen. Naja gut, wenn es nur Dauerlauf ist, geht es wahrscheinlich eher um den Trainingsinhalt. Magst du einen Moment Pause machen? Oh, gerne. Na dann. Oh, was ist das?
Oh nein! Ist unser Lager wirklich sicher? Diese Lande waren einst Melandro heilig. Manche glauben, sie wacht noch immer darüber. Toll. Historiker, die in der Vergangenheit leben. Ist das nicht normal? Leben wir nicht sowieso die ganze Zeit in der Vergangenheit? Also ich meine, Leute, hallo, entschuldige, das ist eine wichtige Frage, die ich euch gerade stelle. Leben wir nicht alle ein wenig in der Vergangenheit, wenn wir bei der Abtei Domantin sind? Also ich meine, ich will euch ja jetzt nicht nerven oder so. Und ihr sollt natürlich jetzt auch nicht... Ich meine, was? Wieso denn? Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Wissen ist der größte Schatz. Ja, genau. Und deswegen müssen wir doch auch ein bisschen in der Vergangenheit leben. Und du? Wir wissen so wenig. Genau. Und die Vergangenheit kann uns so viel lehren. Also ganz im Ernst, ja? Und ihr seid Exploratoren? Das hab ja sogar ich so verstanden. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Je mehr ich katalogisiere, desto weniger verstehe ich. Logik und Verstand helfen nur begrenzt. Manchmal sind die alten Wege am besten. Ihr habt Rituale Ratten mitgebracht, haben oder? Unsere einzigen Durchgänge ich habe Zauber zur und Waffen. Ich hoffe, das reicht. Wir müssen sie säubern. Seht ihr, ich hab's ja gesagt. Lernt etwas aus der Vergangenheit. Und so, meine Güte, ich könnte sofort Lehrmeisterin bei denen werden. Unglaublich. Möge Cormier euch erleuchten. Magister? Was denn? Ich gehe das später mal drauf ein. Macht ihr mal eure Erfahrungen mit den Leuten hier. Ich glaube, die profitieren davon, wenn ihr vielleicht mal ein bisschen hier bleibt. Gut. Sag mal du, Entschuldigung, warum hältst du die ganze Zeit den Stein und warum britzelt der? Das ist eine Wegmarke? Wissen ist Macht. Ja. Das hier sieht vertraut aus. Das stimmt. Wir gehen durch die Geschichte. In dieser Wildnis verbargen sich Agenten der glänzenden Klinge vor ihren Feinden. Entschuldigung, das wusste ich noch nicht. Verbirgt. Sag mal, ihr könnt ruhig weiterreden. Ich höre euch zu, in Ordnung? Ja, bei den Ruinen waren wir schon. Ja, Kollege, das hatten wir schon. Ist das eigentlich normal, dass ihr euch nie anguckt, wenn ihr miteinander redet? Spüre ich da vielleicht unterschwellig irgendwelche Zwingungen? Das stimmt. Die so unterschwellig zwingen? Mhm. So zwischen euch? Inquisitor, sagt ihr. Also ich meine, wenn ihr euch gut versteht, dann gebt doch eure Neigung ruhig nach. Nein. Diese Wälder haben sich im Laufe der Zeit sehr verändert. Von wem stammen jene Druidenstatuen? Ihr habt wohl nicht richtig geforscht, was? Nur das ist von den Druiden noch übrig. Bintari. Ich verstehe, warum die anderen weg sind. So, und weiter, und weiter, und weiter? Ja, immer schön in diese Richtung. Ja. Jetzt komm einfach mit, in Ordnung? Ich störe doch nicht, oder? Ach, wenn ihr das sagt, na gut. Greift mein Ziel an! Ihr redet nur weiter, ich lerne bestimmt auch noch was. Aber ich bin sehr froh, dass ich mein Wissen mit euch teilen konnte. So, und was gibt's hier? Also, das tut ihr ja schon wieder. Dreh dich doch mal zu mir um. Und du auch. So, wunderbar. Und jetzt redet miteinander. So, und jetzt redet mit... Sag mal, wollt ihr mich verkackeiern, ihr beiden? Antero kommt gerade in den Channel. Na, das wird ja was. Ich traue diesen Scrat nicht. Sie sind nicht alle schlecht. Die in den Kolonien sind recht anständig. Ach ja? Und die außerhalb davon? Die sind weniger intelligent. Sie werden labil, kriegen Zuckungen, werden jähzornig. Jetzt traue ich ihnen noch weniger. So. Sag mal, wenn ich Explorator bin, muss ich auch dann so langweilige Farben tragen wie ihr? Also als Novize in der Abtei tragen wir mal so schöne, leuchtende Farben. Aber das, was ihr tragt, ist ja ganz so langweilig. Oder ist das extra Mimikry?
Frau O, grab mal ein kurzes Päuschen von Rubina. Ich meine, ich habe sehr viel Spaß hier heute gerade, aber... Hey, habt ihr das von mir geliehene Buch durch? Euer Buch? Ich dachte, das habt ihr aus der Bibliothek. Ja, darum brauche ich es wieder. Ja, ja, immer diese Sache mit den Ausleihzeiten, das kenne ich nur zu Genüge. Aber wisst ihr was? Letztens war eine Frau bei uns. Die war eine Heilerin von den Seraphen. Ich glaube, die hieß Simone. Und die hat sich ein Buch ausgeliehen, was ich ihr gegeben habe. Und die hat das nicht zurückgebracht. Ich krieg den Anzis. Nee, eigentlich bekommt der Ronrak den Anzis, weil der hatte das Buch ausgeliehen und dann habe ich dem das ausgeliehen. Ja, der kriegt sowieso Ärger, weil der das mit Marmelade beschmiert hat. Also solltet ihr jemals zurück zur Abtei kommen, und ich hoffe, ihr kommt zurück, also es wäre ja furchtbar traurig, wenn ihr jetzt hier im Feld verloren ginget oder wenn ihr vielleicht sogar sterben würdet. Und ich habe gehört, Leute, die hier sterben, die könnten ganz... Findet ihr das Buch, das ich euch geliehen habe? Die Schrift ist schrecklich. Irgendwer hat es von Hand abgeschrieben. Ja, das war ich. Bin ich froh, das nicht mehr machen zu müssen. Ja, dafür darf ich es jetzt tun. Meine Schrift ist jetzt auch nicht die schönste. Aber ihr fühlt euch doch nicht von mir... Was, wir gucken mal alle in die gleiche Richtung? Das ist ja unglaublich. Wuff! Ich bin begeistert. Wow. Also ich meine, wenn ich zwischen euch störe, ihr sagt das doch, oder? Ja, Kollegin, das würde ich auch sagen, ja. Also, wo war ich denn eigentlich gerade? Das Buch war mit Marmelade beschmiert. Die besten Preise weiter. Achso, ja. Wenn ihr hier im Feld verloren gehen würdet, das täte mir wirklich leid. Etwas stimmt hier. Ja, wohin ihr auch reist, seid auf der Hut. In der Wildnis gibt es mehr, als ihr seht oder hört. Das hilft mir auch nicht weiter, oder? Ja, ich gehe weiter. Oh Mann, ja, ich muss euch was erzählen. Wir haben gerade einen Baumhirten gesehen und dieser... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Flug auf. Dieser Baumhirte, der war unglaublich. Wirklich unglaublich. Lasst mich raten. Euer Speed... Entschuldigung, Speed... Oh Mann, euer Speed 10 fällt gleich bestimmt wieder von vorne an. Oh, ich glaube, der Flug aus ist weg. Erweitert euer Wissen. Ach, ich wollte übrigens mal fragen, wie ist denn das hier eigentlich als Explorator hier in diesen Zelten zu schlafen? Ist unser Lager wirklich sicher? Diese Lande waren einst Melandro heilig. Manche glauben, sie wacht noch immer darüber. Toll. Historiker, die in der Vergangenheit leben. Oh Mann, das habe ich denen doch gerade schon erklärt. Toll. Ich glaube, die sind so ein bisschen Ballaballa in der Birne. Also, ich meine, vielleicht ist denen die Hitze nicht bekommen? Ah. Na ja, gut. Hallo, ich bin Rubinia. Wer bist denn du? Und warum bist du hier in dem Lager? Ich habe alles, was ihr braucht. Oh, meine Rüstung. Nein, die sind völlig in Ordnung. Aber ich hätte mal eine Frage. Könnte man den Bereich hier vorne so ein bisschen besser wattieren, damit ich mir beim Salutieren nicht, aua, ständig, aua, auf den Knochen hier vorne ist eine Lage? Das geht? Oh, wirklich? Ja, aber das werde ich dann woanders machen lassen. Ja, ich musste meine Rüstung ja jetzt hier ausziehen und das geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Ich habe keine Wechselkleidung mit, nein. Na gut, aber danke für die Information. Hallo. Hallo. Lewin heißt du? Oh, das ist aber ein schöner Name. Mein Name ist Rubinia. Hallo, Lewin. Du bist der oberste Forscher. Oh, Entschuldigung. Ihr seid der oberste Forscher, Herr Fraser. Alles klar.
was mich hierher führt, naja, dann guckt euch doch mal meine Rüstung an. Also ich meine, ich darf heute mit Magister Lambert hier in der Brisbane-Wildnis mal Explorator spielen. Das ist nicht wunderbar. Ich sehe mich mal um. Also, so. Tschüss. Na Mann, ist ja nichts offen hier. Ich dachte, ich könnte mich mal ein bisschen ausruhen. Wir gehen durch die Geschichte. In dieser Wildnis verbargen sich Agenten der glänzenden Klinge vor ihren Feinden. Oh, da kommt mich nicht mal rauf. Oh. Die sind aber glitzistisch stufen. Was ein Driss. Wer hat denn die so schräg gemacht? Da kann ja keiner drauf laufen. Sag mal, ist das überhaupt ein echtes Zelt? Ich kann es mal mit Anlauf versuchen. Geht nicht. Was machst du denn da? Guckt euch mal die Konstruktion von diesen Stufen an. Da kann ja keiner rauflaufen. Ja, ich glaube, da haben sie irgendwas. Es könnte natürlich das Zelt von dem Char sein. Ach so, deswegen sind die überall Kratzer. Ich gehe auch mal auf den Turm drauf. Das sieht echt interessant aus. Du hast einen guten Blick auf die Ruinen. Ach, das ist toll. Ich bin gleich zurück. Ja, schau dich um. Na dann mal gucken. Oh, da unten ist sogar noch sowas wie eine Wehrmauer. Naja, ist aber eher eine Holzmauer. Guck mal, das sollte den Leuten in dem Azura-Lager am Anfang mal jemand zeigen, wie man hier aus ein paar Brettern einen einfachen, ziemlich hässlichen, aber funktionalen Zaun baut. Da, gleich nochmal angewandt. Hallo, ich bin Rubinia. Wer bist denn du? Möge sich euer Wissen mehren. Danke, das hat sich heute schon so viel gemehrt. Schau mal, Magister Lambert hat mir ein Notizbuch gekauft und da habe ich mir schon einiges notiert. So ist das. Sie sind nicht alle schlecht. Die in den Kolonien sind recht anständig. Ach ja. Die sind weniger intelligent. Ziemlich einfallslos, was die so reden. Werden jetzt zornig. Jetzt traue ich ihnen noch weniger. Oh Mann, hier geht's auch noch rauf. Hallo, ich bin Rubinia. Wer bist du? Du? Ein Abteimagier. Das ist ziemlich einfach. Oh, da rollt ein Zeugenzug. Herzlich willkommen. Ja, das ist ein Tatort. Hallo Ria, vielen herzlichen Dank für deinen Host. Hallo ihr Sternenkinder, grüß euch. Ich muss sagen, ich habe heute zwar schon unglaublich viel Spaß mit Rubinia gehabt, aber es ist heute anstrengend. Es ist echt anstrengend. Danke, Kimura-sama. Warm. Ja, ich stehe ja eigentlich die ganze Zeit wunderbar im Ventilatorzug, aber ansonsten, es ist einfach ein bisschen, ja, doch tatsächlich ein bisschen anstrengend heute, weil ich wirklich unglaublich viel mit ihr rede und das ist anstrengend. Oh Mann, wo ist denn der Magister jetzt hin? Magister? Meister? Meister? Meister Lambert? Ja, was denn? So, was guckt ihr da? Ja, so, jetzt alles geschaut, was du schauen wolltest? Ich hab alles geschaut. Ich hab denen sogar das Notizbuch gezeigt. Und ich habe mich heute schon als Lehrerin vorgetan. Also, ein paar von den Exploratoren, da frage ich mich wirklich, wie die überhaupt zu ihrem Stand gekommen sind. Da hat der eine wirklich die andere gefragt, warum wir ständig in der Vergangenheit leben müssen. Also da packt man sich doch wohl an den Kopf, oder? Ich meine, wofür wurde denn die Abtei Domant gegründet?
Ja, eigentlich um die Vergangenheit zu erforschen. Seht ihr? Naja. Und das habe ich den beiden gerade mal versucht klarzumachen. Aber die liefen dann nur von Eckchen zu Eckchen und ich glaube, eigentlich flirten die ganze Zeit miteinander, aber wissen es nicht. Entschuldigung, das weiß ich ja, also das verstehe ich ja sogar als Außenstehende. Ja, manchmal ist das etwas schwieriger. Irgendwie haben die manchmal ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Naja, aber am schlimmsten fand ich, ja, dass er meinte, wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben. Das wäre ja so langweilig und altbacken. Bitte sehr. Ja, aber aus der Vergangenheit lernen wir. Richtig? Also ein bisschen Blick auf die Zukunft ist ja in Ordnung, aber ansonsten... Ist eigentlich der Sinn der Abteilung Mann die Erforschung der Vergangenheit, damit wir lernen, was wir in Zukunft besser machen können. So ist es. Genau. Ganz genau so ist es. Habe ich denen gesagt? Ich habe mich ganz lau gefühlt. Ja. Dumm bist du ja nur noch nicht. Nein, wieso auch? Eben. Aber wie du siehst, sind verschiedene Mitglieder der Abteilung Mann halt auch manches Mal sehr unterschiedlicher Ansicht. Oh, und es gibt auch ganz schön dunkle Sterne am Sternenhimmel der Abteilung Mann, wie ich gemerkt habe. Ist unser Lager wirklich sicher? Diese Lande waren einst Melandro heilig. Naja. Manche glauben, sie waren. Ja, manche brauchen vielleicht eine Zeit länger, um. Die in der Vergangenheit leben. Wie sagst du so schön, aufzuleuchten? So, und jetzt? Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, ein wenig. Uns in dem, ja gut, okay, Sumpf, weiß ich jetzt nicht, ob die das jetzt gerade so genehm ist. Ach, mein Fuß steckte doch so in dem Sumpf fest. Weil hier im Süden ist noch ein altes Druidengebiet. Doch, da will ich unbedingt hin. Also ich meine, jetzt habe ich ja schon angefangen mit den Aufzeichnungen zum Thema Baumhirten. Also, was könnte ich jetzt noch Besseres machen, als noch ein bisschen weitere Erkenntnisse dazu schreiben? Gut, ja. Dann müssten wir nach Süden zum Steinkreis. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Je mehr ich katalogisiere, desto weniger verstehe. Was für ein Steinkreis? Verstand helfen nur begrenzt. Manchmal sind ja, die Druiden haben früher... Hallo Hörnchen, grüß dich. Guten Abend. Ja, solche Orte benutzt als wie soll man sagen, als Kanalisierungsorte. Ach so? Um Magie halt ein wenig... ja, wie zum Beispiel ich mit meinem Stab hier, in eine Form zu bringen und, Entschuldigung! Da müssen sie schon wieder zuschlagen. Magister! Magister! Zantal rettet euch! Ach, dieser Rache vor den Viechern ist leider doch ein wenig... Ich hab mir so Sorgen um euch gemacht. Ja, es ist... Nein, wenn die einen anhauchen, das Hallo Anne. Verwirrt einen so sehr, dass man dann durchaus Ich hab's schon gemerkt, ihr wart irgendwie wie weggetreten. Ja, das ist halt bei den Tieren manches Mal schon mal von Basilisken gehört. So, also, wir wollen zum Steinkreis. Ja, das war im Süden, sagte der Kollege. Dann wollen wir da mal schauen. Ich glaube, hier runter. Ach so. Also, wie gesagt, das ist eine alte Druiden-Stätte und, ja... Ne, was hat derjenige sich da angelacht? Das ist ein bisschen viel Ärger, glaube ich. Los, Santal! Lag ihn zu Brei! So. Wie soll man mal sowas jemandem was beibringen? Genau, sie sollen mal nicht unsere Lehrstunde hier so boykottieren.
So, ja, Ria, ich habe so viele Lachflashes. Die Druiden waren ja sehr naturverbunden. Ich bin wirklich ein bisschen kaputt mittlerweile. Und hast ja vorhin mit dem Baum. Moment, ich muss das aufschreiben. Also, die Druiden waren mit der Natur verbunden, ja? Und dann was? Sie haben sich auch zur Aufgabe gemacht, die Natur zu schützen. Mach dich vom Acker. Boah, wie gut, dass sie immer nur in einzeln, also einzeln anrücken. Zeit, echt ein Los, Mädels, haut drauf! Ja. Also, die Mädels sind so nützlich. Ja, ja. Finde ich. Im Endeffekt bist du das doch, oder? Was haben sie denn hier aufgebaut? Entschuldigung, ich musste gehen. Das sieht aber jetzt gar nicht so gut aus. Was denn? Ja, schau doch mal dort. Diese... Soll das der Steinkreis sein? Wie gesagt, der ist sehr alt. Es ist halt eine alte ehemalige Druidenstätte. Und die Druiden, wie gesagt, wir wissen selbst nicht so sehr viel darüber. Das Wissen ist halt ziemlich verloren gegangen. Naja, vielleicht können wir nochmal zu diesem Druidenhirten zurückgehen. Vielleicht kann der uns noch mehr sagen. Also wenn ich den lieb bitte, naja. Immerhin haben wir dem geholfen, seine Nacktheit zu beenden und seine Hülle wiederzufinden. Naja, kann man bei einem Geist von nackt grüß reden? Dich. Ich weiß nicht. Klar kann man da bei einem Geist von nackt reden. Was ist denn das für ein... Da ist übrigens noch so einer, aber der ist nicht nackt und der ist noch voll erblüht. Was ist das? Hallo? Ja. Entschuldigung. Aua, wie eklig. Hallo, ich bin's, Rubinia. Bist du der gleiche? Hallo? Entschuldigung, kannst du mich verstehen? Der sagt nichts. Das Ganze ist hier aber nicht gerade gesund. Aua. Komm da mal weg. Au. Meister, es tretet da lieber nichts rein. Ich glaube, das war ein bisschen Schokolade von Grad, was ich nicht vertragen habe. Ich glaube eher diese Apparatur da um diesen alten Druiden drumherum. Was ist das und wieso? Warum ging das nicht so schlecht? Wer sagte denn vorhin, erzählt doch irgendwer etwas von Inquistur, oder nicht? Ich weiß nicht. Wenn ich mir dieses Gerät da anschaue, sieht es doch sehr asurisch aus. Mhm. Ja, diese alten Baumhirten und so weiter, du hast ja gesehen, sie stecken doch voller Energie. Dass sie da... Was zum Teufel? Was ist denn jetzt passiert? Au. Oh. Ihr wolltet es so. Oh nein, wolltet es gar nicht. Süß. Oh, verdammt, wo bin ich denn jetzt? Au. Ich muss schnell weiter. Oh. Oh nein. Das stimmt. Oh. Und Magister Lambeck ist irgendwo. Oh Mann. Sie schon Santal, hilf mir, Mädel. Mach den Ding aus. Oh, oh Mann. Da liegt jemand. Oh Gott, ob der noch zu retten ist? Los, Mädels. Auf ihn mit Gebrüll. So, und ihr müsst da auch noch gehen. Spürt die Wut. Bin schneller als ein Centaur. Und nicht draufdrücken. Das war ganz schlecht. Wo ist der Magister Lambert? Entschuldigung. Hallo? Sag mal, lebst du hier im Wasser? Bist du denn wahnsinnig? Du kannst dich doch nicht hier zum Schlafen hinlegen. Ja, aber ganz schnell. Ja, was ist denn los? Ja, wie nicht mal Dankeschön?
Magister Lamberg, wo seid ihr? Oh, ob ich ihn wiederfinde, wenn ich mich nochmal drumherum teleportieren lasse? Oh, oh Mann. Magister Lamberg. Oh, was ist das denn hier? Was macht man damit? Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Kann ich denn damit interagieren? Nein? Warum? Verdammt, ich komme nicht mehr zurück. Au, oh. Ich verstehe das nicht. Wieso funktioniert das nicht, wenn ich da drauf drücke? Na los, funktioniert schon, du doofes Ding. Das lebt noch einer. Direkt neben dem Basilisken. Ist der denn wahnsinnig? Magister, Magister, die schlafen hier einfach mitten im Sumpf. Sind die denn wahnsinnig? Ich fühle mich gut. Ey, du, du kannst doch nicht hier einfach schlafen. Los. Oh. Die spinnen. Ja. Mach's gut, Ruhe. Ich tschüss. Wollte dich noch vor diesen Basilisken warnen vorhin. Oh Mann, mit dem Basilisken bin ich schon klargekommen. Aber ich wurde ständig hin und her geschleudert an diesen komischen Dingern. Ich habe da nur aus Versehen drauf gefasst. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Ja, das Thema Sachen anfassen hatten wir letztens mit einem Buch, falls du dich noch erinnerst. Ich möchte mal sagen, ich habe dieses Buch überhaupt nicht angefasst. Ich habe nur daraus vorgelesen, weil die Exploratorin die Schrift des Verfassers nicht lesen konnte. Ja, aber trotzdem. Ja, fremde Dinge, wo man noch nicht weiß, was sie tun, sollte man tun, nicht erstmal in Ruhe lassen. Aber ich hab's nicht angefasst. Und eben? Ja, ich meine, ja. Also ich... und als ich dann das erste Mal teleportiert wurde, waren da Gegner und dann bin ich schnell weiter teleportiert. Und das letzte Ding hier, die letzte Konsole, die da vorne steht, die funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Ja, wenn ich mir aber dieses Ganze anschaue, komm mal mit. Ich komme. Schau, wir werden mal, heute aber auch nicht mehr so alt. Die sind um die alten Höhlen der Druiden, also sprich der jetzt Baumhirten, drumherum gebaut. Das habe ich vorher auch schon gesehen. Mhm. Warte mal, ich muss kurz was, bei den Viechern hier sollte man mal aus dem Weg gehen. Ich muss nur mal kurz was gleich aufschreiben, sicherheitshalber. Ich fühle mich gut. Wenn das stimmt, dass die Inquistur hier versucht, Energie abzuzapfen von den... Oh. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ach, diese Viecher. So. Ganz kleinen Moment. Ich schreibe mir das jetzt nur mal kurz sicherheitshalber auf. Das muss die Abtei dann dringend untersuchen. Aha. Diese Viehzeug hier. Ups, entschuldige. Ich fühle mich gut. Ich besitze euch, Meister. Ihr seid ganz sicherlich in Sicherheit.
Ne, der treibt ja ganz schön lange. Vielleicht sollte Magister Lamberg lieber Steno treiben. Pieselt er? Also ich traue mich jetzt gar nicht, mich umzudrehen. Habe ich da jetzt gerade... Was? Entspannt sich nur. Oh, ich bin gar nicht entmutet. Gleich lacht wieder irgendjemand, weil ich sage, hey, Tobi! Aber Tobi ist gar nicht da, ne? Glaube ich heute. Ich sehe heute irgendwie nicht das Ziel der Mission. Wir haben auch nicht immer ein Ziel, Draka. Manchmal spielen wir einfach nur aus Spaß. Magister Lamberg und Rubinia sind einfach nur unterwegs, um hier ein bisschen im, Südwesten der Brisbane-Wildnis hier ein bisschen zu kartografieren und so weiter. Muse hat das RP für heute beendet. Hallo Muse. Oh, Carsten hat einen Mini-Unfall. Okay. Nein, aus Spaß spielen wir immer. Das stimmt. Aus Spaß spielen wir immer. Manchmal habe ich ein Ziel vor Augen oder jemand anders auch. Kommt ja drauf an. Also das plane ja nicht immer ich. Ja. Gestern haben wir ein Ziel gehabt, heute haben wir keins. Heute spielen wir nur aus Spaß. Und nicht nur aus Spaß und etwas anderem. Na, dann kann ich mich ja selber mal jetzt hier hinsetzen. Wartet mal, wenn der so lange braucht, dann fällt ihm das auch gar nicht auf. Wenn ich vielleicht mal, meintet ihr, in meiner Rucktasche habe ich doch noch... Ach so, ich habe nur den... Oh, ich habe nur den dritten Band bei. Ach, aber egal, ich kann ja mal ein bisschen blättern. Vielleicht finde ich ja... da habe ich sogar noch einen... Da... Oh... Ich hab da sogar wirklich noch ein Lesezeichen drin? Wieso habe ich denn ein Lesezeichen an genau diese Stelle gepackt? Das ist ja seltsam. Warum habe ich denn da ein Zeichen reingepackt? Na, da muss ich aber gleich mal gucken. Was habe ich denn da unbedingt noch mal nachlesen wollen? Aha. Ach, was denn wirklich? Oh. Ja, ich erinnere mich, diese Stelle war wirklich ziemlich interessant. Immer dieses viel aufschreiben. So, Rubinia, alles gut?
Aus dem Augenwinkel beobachtete Clara den Bäcker, wie er den neuen Brot mit gleichmäßigen und gezickten, fast zärtlichen Bewegungen knetete und in die Brotkörbe legte, um den für den Backvorgang vorzubereiten. In ihrem Kopf spielten ihre Gedanken damit, wie es wohl wäre, wenn er ihren Körper ebenso gezickt bearbeiten würde wie die Brotlade, mit kreisenden Bewegungen, fest, aber doch sanft massieren. Ein Zauber lief ihr über das Rückgrat und hinterließ ein prickelndes Gefühl. Und sie merkte, wie ihre Wangen anfingen zu glühen. Schnell wandte ihre Augen ab und sie ließ einen stillen Seufzer auf, als sie versuchte, sich wieder auf ihre Besorgung zu konzentrieren. Ja, oh, das war die Stelle. Entschuldigung? Seht ihr das schon lange? Nein, nein, alles gut, alles gut. Entschuldigung, ich dachte, wenn ihr so lange braucht, dann könnte ich vielleicht ganz kurz. Und ich habe hier doch Band 3 von der wilden Clara in meiner Rocktasse gefunden. Ah, ja, du hast, gut. Immerhin was gelesen. Natürlich, ich verbringe meine Zeit immer sinnvoll. Das ist gut. So, jetzt lass uns aber nochmal zu diesem Anfangs. Dieses Viehzeug hier. Zeit zu kämpfen! So. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welcher Hall da eingestellt ist. Schön. So. Meister, sind wir eigentlich noch lange unterwegs? Warum? Wolltest du, brauchst du Pause? Ich weiß nicht, wir sind nur schon ganz schön lange unterwegs. Ja, wenn du sagst, dass du eine Pause brauchst, dann, Achtung. Ja. Greif mein Ziel an! Ich fühle mich gut. Zeit, echten Schaden anzurichten. Warum glitzert denn der so? Ach, nichts. Das könnte an der Elektrizität liegen, die ich benutze. Ach so. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Wie habe ich denn hier jetzt der Abtei geholfen? Schön. Entschuldigung, pass doch mal auf. Mhm. Ja, das scheint aber tatsächlich eine Kristalltechnologie zu sein. Lasst uns mal zurückgehen zum Lager. Das war ursprünglich ein Maultier. Ja, der Charakter ist überhaupt gar kein Hauptcharakter gewesen. Mhm. Jetzt hat sie sogar ein... Namenswechseldokument spendiert bekommen, damit sie auch wirklich im Dinja Holzacken heißt. Aber natürlich. Dann lass uns mal wieder zurück. Die Gegend hier scheint doch sehr tatsächlich mit Azura bzw. mit Inquistur-Experimenten versehen zu sein. Der Kollege im Lager sagte nämlich, dass die Inquistur wohl versucht, diese Energien, wo du vorhin den Baumgeist gesehen hast, die Manifestation. Vorsichtig. Oh, der ist an uns vorbei. Aber da sind aber so der andere Viecher. Lass mich in Ruhe. Geh weg von mir. Ich fühle mich gut. Los, Santal, mach das. Der wollte mir einfach nicht vom Robbenzipfel. Vom Robbenzipfel, natürlich. Naja, Rock passt ja auch fast.
vorsichtig dran vorbei, denn nimmt uns vielleicht nicht wahr. Und der da oben vielleicht auch nicht. Aber wenn wir ganz ungünstig gehen, haben wir gleich beide alle Backen. Der mag nicht. Greift mein Ziel an! Zeit, echten Schaden anzurichten. Schmerz für Schmerz! Das ist ein Angriff! Du kriegst kein Novi zum Frühstück, glaub man. Alles gut? Ja. Oh Mann, erst dieses Spinnen, dann diese aufdringlichen, merkwürdigen, inkompetenten Roboter und jetzt sowas hier. Ja, naja. Ja, wenn du eine Pause machen möchtest, dann müssen wir das mit der Skriptbuch aber etwas verschieben. Privater Lesezirkel. Was bitte? Was wollen wir verschieben? Wenn du jetzt meinst... Was habt ihr gerade gesagt? Bei mir kam Strip-Poker an. Ihr wollt den Strip-Poker verschieben? Nein. Wo kommst du jetzt darauf? Was habt ihr denn gesagt? Die Skritburg. Ach. Also manches Mal machen mich deine Verhörer echt ein wenig konfus. Ich glaube, ich bin heute einfach... Ich habe heute einfach... Ich glaube, das Sumpfgas ist dir heute gar nicht bekommen. Kann das sein? Ist unser Lager wirklich sicher? Diese Lande waren einst Melandro heilig. Manche glauben, sie... Kann ich schlafen gehen? Ich glaube, das ist besser. Wenn du möchtest, wir haben ja durchaus ein bisschen Explorationszeit. Können wir voneinander mal dann zu der Skriptburg gehen, wenn du das möchtest. Oh ja, sehr gerne. Mhm. Und dann spielen wir kein Strip-Poker, bitte. Ich weiß gar nicht, wie du auf diese Idee kommst. Woher kennst du so ein Spiel überhaupt? Lass mich raten, aus irgendeinem von den Büchern. Ich bin unglaublich belesen, Magister. Unglaublich belesen. Mhm. Oh, ich glaube, ich muss mich erstmal auftauen. Also ich meine, ein bisschen abreagieren hier am Feuer. Oh, Mann. Na, dann mach das. Oh, aua. Seht ihr, ich bin so ungesägt. Au. Mhm. Oh. Ich glaube, ich kühle mich hier erstmal ab. Oh, Mann. Oh, Magister, ich gehe, glaube ich, gleich sehr schnell schlafen. Ich werde mir nur noch ein einfaches Abendessen und dann werde ich direkt schlafen gehen. Ich danke euch für diesen unglaublichen Tag. Ich muss euch sagen, viele, viele Dinge haben sich für immer in mein Herz eingebrannt. Es war einfach romantisch, trifft es meiner Meinung nach am besten. Naja, aber dann geh auch jetzt wirklich schlafen und lies dich noch 5 Kapitel. Gute Nacht, oh Mann. Ja, gute Nacht. Skritburg mit Trip-Poker und Magister Lamberg. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin Rubinia.